Hallo zur ersten Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus nach der Sommerpause, oder eigentlich in der Sommerpause. Die letzte Sitzung war am 20.06. Wegen der Sommerpause und obwohl gerade noch Sommerpause ist, ich habe glaube ich noch nie so oft Sommerpause hintereinander gesagt, Sommerpause, treffen wir uns halt jetzt schon, diese Woche und nächste Woche auch, obwohl in der Woche danach halt erst die reguläre Plenarzeit wieder losgeht. Anwesend sind momentan alle außer Susanne, die eine Stimmdelegation an Alexander Spieß übermittelt hat, wie ich sehe. Und es fehlt gerade noch Gerwald, der hoffentlich schnell bei uns auftaucht. Wir haben sogar eine Tagesordnung, die besteht aus insgesamt 8 Tagesordnungspunkten. Top 1, ich lese halt kurz vor, Eröffnung, Sitzungsleitung, Beschluss, Tagesordnung, Stimmdelegation, Protokoll, Beschluss, letztes Protokoll. Top 2, Anträge an die Fraktionsversammlung. Top 3, Besetzung des Ausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Top 4, Besetzung der Bewerbungskommission. Top 5, Beauftragte für Klageverfahren. Top 6, Informationen über Haushaltsberatung. Top 7, Termine. Und Top 8, Berichte und Sonstiges. Ich hoffe, wir schaffen das alles schnell. Sitzungsleitung werde ich übernehmen, wenn es keinen Widerspruch gibt. Das sehe ich nicht, dann verfahren wir so. Und beginnen mit Top 1. Aha, Sitzungsleitung, haben wir schon gemacht. Ich habe die Sitzung eröffnet und es geht weiter mit Top 2, wenn ich jetzt nichts... Ach nee, Quatsch, wir müssen ja noch das Protokoll der letzten Sitzung abstimmen, nämlich vom 20.06.2013. Da wir leider noch keine Bömmelchen haben, muss ich das mit Handzeichen machen. Wer stimmt dem... also wer akzeptiert das letzte Protokoll, das Protokoll der letzten Sitzung? Der hebe bitte... Was? Ah, okay, jetzt kommen die Bömmelchen rein. Wir verschieben die Abstimmung noch nach der Verteilung der Bömmelchen und lassen Gerwald einmal kurz rumgehen. Da gibt es Bömmelchen. Für den Alexander Spieß bitte eins mit einem plus eins Bömmelchen. Der hat nämlich die Delegation von Susanne. Schon Hallo Gerwald gesagt? Hallo Gerwald. Und hallo Bömmelchen, stimmt. Hallo Bömmelchen. Na, das würde ich nie tun in der Öffentlichkeit. So, also es geht gleich weiter. Der Delius twittert fiese Sachen über mich. Ah. Gleich sind wir durch. Ja, Gerwald, ganz kurz, du hast noch nicht viel verpasst, abgesehen davon, dass dir irgendwann im Laufe des weiteren Nachmittags Alexander noch sagen wird, wie viel Geld du für die Verspätung bezahlen musst. Haben wir noch nicht viel gemacht, außer dass ich die Tagesordnung vorgelesen habe. Die findest du im üblichen Pad. Und... dass wir gerade beginnen wollten mit der Abstimmung über das Protokoll der letzten Sitzung, was wir jetzt gleich machen können, sobald du dich hingesetzt hast. Aber mach dir keinen Stress, beeil dich trotzdem. Sehr gut. Ja? Welchen Witz? Das gilt nicht für Fraktionssitzungen? Wir haben ja gewartet, ist egal. Den Witz erklärt euch dann Fabio auch noch auf Twitter später oder sonst wo. Ist auch gerade nicht schlimm, ich würde gerne mit der Tagesordnung weiter fortschreiten und zwar mit der Abstimmung über das Protokoll der letzten Fraktionssitzung. Wer dafür ist, hebe bitte das Ja, wer dagegen ist, das Nein-Bömmelchen, wer sich enthalten möchte, hebt gar nichts. Ja, große Bömmelchen. Stelle fest. Mit Ja stimmen Andreas Baum, Philipp Magalski, Simon Kowalewski, Fabio Reinhardt, Simon Weiß, Christopher Lauer, Alexander Spieß, Heiko Herberg und meine Wenigkeit Oliver Höfinghoff. Der Rest enthält sich, es gibt keine Gegenstimmen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Anträge an die Fraktionsversammlung. Und da kommen wir zum Top 2.1, Dokumentation, Abstimmverhalten im Plenum und Ausschüssen. Das ist ein... Ups, da ist der Antrag. Ein Antrag von Andreas Baum, der den jetzt bestimmt gleich vorstellen möchte. Andreas.
Ja, vielen Dank. Ich habe den Antrag gestellt, dass wir unser Abstimmungsverhalten im Plenum und in den Ausschüssen dokumentieren, weil man dann die Möglichkeit hat, auch mal direkt auf Abgeordnete zuzugehen, wenn man die Frage hat, wieso, warst du denn für etwas oder dagegen, und es halt vom Haus aus nicht dokumentiert wird, sondern immer nur die Abstimmung als Fraktion. Ich persönlich mache das schon seit Ende letzten Jahres und ja, finde es gut, wenn wir das insgesamt so machen, der Transparenz wegen. Gut, gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen? Ich sehe Martin und Fabio in der Reihenfolge. Ich habe das noch nicht gesehen. Wie und wo machst du das denn? Auf meiner Seite unter über mich im Parlament im Plenum. Da habe ich einfach die Tagesordnung und habe daneben geschrieben, wie ich abgestimmt habe. Für die Ausschüsse bisher noch nicht, weil ich entweder im Sportausschuss alleine bin oder im Dings nicht, aber das ist ein guter Hinweis. Ja. Im Plenum bisher. Dann wäre Fabio dran. Ich finde es durchaus sinnvoll, ich meine, der Ansatz ist natürlich gut, aber genau das, was da steht, ist halt aus meiner Sicht irgendwie, geht in die falsche Richtung, weil wir haben halt total viele, also wir haben es jetzt schon auf ganz vielen Ebenen gesehen, dass wir halt irgendwo Dinge dokumentieren. Wir haben es nach anderthalb Jahren, ein Dreiviertel Jahren immer noch nicht geschafft, irgendwie mal gemeinsame Dokumentationsmuster oder Verhalten zu entwickeln. Das heißt, eine Zusammenführung von Dokumentationsmustern, das wäre das, was wir jetzt dringend bräuchten. Ein Antrag, der sagt, wir dokumentieren Dinge, aber nicht sagt wie, ist genau das, was wir jetzt an der Stelle nicht mehr brauchen. Also ich habe überhaupt nichts davon, wenn jetzt 15 Abgeordnete auf 15 verschiedenen Wegen ihr Abstimmverhalten dokumentieren, weil wenn wir etwas dokumentieren, sollte es ja darum gehen, dass die Leute von außen schnell und spezifisch sehen, ja, das ist gut, das machen wir, und sie können darauf zugreifen, aber wenn dieser Antrag sagt, wir wollen das tun, und dann einigen wir uns im zweiten Schritt darauf, wie wir das gemeinsam auf dem gleichen Medium tun, fände ich das gut. Ein Antrag, der das sagt, und dann machen es 15 Leute auf 15 verschiedenen Wegen, fände ich genau in die falsche Richtung gehen, dann würde ich es auf jeden Fall ablehnen. Also am schönsten wäre tatsächlich eine Lösung, wo man tatsächlich darauf zugreifen kann. Das kann man aber auch machen. Das kann man auch im Redmine machen oder wie auch immer. Ich habe da jetzt für mich persönlich einen ganz pragmatischen Weg gewählt, indem ich einfach auf diesem Zettel, den wir da haben, einfach während der Sitzung ankreuze, habe ich zugestimmt, habe ich abgelehnt, und dann mache ich das öffentlich. Genauso wie damals Christopher als erstes den pragmatischen Weg gewählt hat, einfach aufzuschreiben, ohne technische Regeln, wie kann man das abrufen, mit wem treffe ich mich und warum, und in Bezug auf gläserne MDA. Da eine technische Lösung auf absehbare Zeit nicht in Sicht ist, wäre ich da eben für einen Weg, der grundsätzlich funktioniert, und da nicht zu sagen, weil das Optimum nicht funktioniert, deswegen machen wir es gar nicht, das finde ich falsch. Dann ist Wolfram dran. Ja, meine Bemerkung wäre eigentlich jetzt in die gleiche Richtung gegangen, deswegen will ich das jetzt auch nicht groß wiederholen, aber ich fände auch besser, wenn wir da irgendwie an einer zentralen Stelle, also unter Umständen auch irgendwelche Fraktionsressourcen dafür verwenden, wenn man da also irgendwie was hat und dann seine Abstimmung da registrieren kann, ist das sicherlich kein Problem. Wenn man das jetzt immer individuell jeder macht, dann ist es, glaube ich, mehr Arbeit, die einzelnen Abstimmungen zusammenzusuchen, und dann wird das, glaube ich, ziemlich unübersichtlich und ist effektiv, aber ich werde dem Antrag trotzdem zustimmen, wie auch immer die Entscheidung da ausgeht. Mhm. Dann haben wir Simon Kowalewski, wenn ich diesen Bömmel da richtig interpretiere. Das stimmt. Ja, ich bin da eigentlich ganz mit Fabio und Wolfram auf einer Linie. Ich fände es schön, wenn es da tatsächlich irgendwie eine gemeinsame Festlegung erstmal gäbe, wie wir das so machen können, dass es dann auch tatsächlich aggregierbar und maschinenlesbar ist, bevor da jetzt jeder anfängt, Prosa auf irgendeine Webseite zu schreiben. Vielleicht könntet ihr, also jetzt vor allem Andreas und noch andere, die da dran Interesse haben, das zu entwickeln, einfach eine Idee entwickeln, wie man das am besten macht.
und uns das dann vorstellen. An und für sich finde ich die Idee sehr gut. Ich wollte aber auch nochmal sagen, dass das, was ich zum Beispiel am schottischen Parlament so großartig fand, war, dass da jede einzelne Abstimmung eine namentliche Abstimmung war. Vielleicht könnte man wir uns ja auch überlegen, das vielleicht einfach irgendwie in diese Geschäftsordnung reinzukriegen, dass wir halt einfach im Berliner Abgeordnetenhaus grundsätzlich nur noch namentliche Abstimmungen haben. Weil dann wäre das nicht nur wir 15, sondern eben alle. Das wird natürlich dann vielleicht auch dem einen oder anderen Abgeordneten das Gefühl geben, auch mal persönlich für seine Abstimmung verantwortlich zu sein, auch wenn man in der SPD- oder CDU-Fraktion ist. Herr Morlan, es sei denn, dass Herr Baum replizieren möchte. Boah, ist mir eigentlich egal. Es steht ja nichts von Publizieren in dem Antrag. Dann habe ich halt einen Zettel. In den 6 Monaten können wir darüber reden, IT-Projekte für die nächsten 12 Monate zu besprechen, und solange wird in der IT da auch nichts passieren. Danke. Und Christopher. Ich finde den Antrag gut. Man kann das einfach machen. Ich werde das tun, unabhängig davon, was da beschlossen wird. Weil ich glaube, jemand, der lesen und schreiben kann, kann auf meine Webseite gehen und dann lesen, wie ich abgestimmt habe. Ja, ich bin mir sicher, dass es auch Maschinen gibt, die das lesen können. Wenn die damit Probleme haben, helfe ich denen gerne. Ich finde den Antrag gut. Ich finde auch gut, dass wir uns jetzt so ausführlich über dieses sehr kontroverse Thema unterhalten, weil es steht ja ganz klar auch im Widerspruch zu unserem Programm. Und da kann ich auch die Emotionen verstehen. Aber ich erkläre mich ganz gerne dazu bereit, wir können gerne eine Kommission noch gründen in der Fraktion, die dann eine Gruppe wählt, die dann evaluiert, wie man das macht. Da bin ich gerne dabei. Ich habe jetzt mehr Zeit. Danke. Ich glaube, Andreas auch. Ne? Danke für deine Initiative. Pavel? Ja, ich finde es auch gut und wollte eigentlich nur darum bitten, ich meine, wir haben die Anträge ohnehin, also die Abwicklung vom Plenum ohnehin im Rettmain. Die Anträge sind alle im Rettmain. Wir haben eine Möglichkeit, im Rettmain Abstimmungsverhalten zu dokumentieren. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, was daran so kompliziert sein sollte, einfach grundsätzlich jeden Antrag, der irgendwie im Rettmain erfasst ist, dort dieses Abstimmungs-Plugin mit zu aktivieren und das zu bedienen. Dann kann man auch durchaus zu Beginn der Plenarsitzung kann man dann schon mal seinen Abstimmungsverhalten, sein beabsichtigtes Dokumentieren zum Beispiel, dann hat man auch nicht mehr so viel Hässel damit. Fabio nochmal. Ja, also ja, nochmal danke an dich, RKA, dass du dich mit dieser Thematik beschäftigst. Sie soll jetzt auch gar nicht so negativ sein, aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich zusätzlich zu der Frage, wie das jetzt technisch umzusetzen ist, ist halt für mich immer noch die Frage im Raum, welches Problem wir eigentlich lösen wollen, weil ich bin tatsächlich in den letzten 2 Jahren noch nie gefragt worden, wie hast du da so und so abgestimmt. Und sonst wusste ich es halt und habe es halt beantwortet. Also es gibt ja immer noch die direkte Kommunikation, auf die Christoph auch immer so Stein und Bein schwört. Nee, tatsächlich muss man, glaube ich, diese Frage mit der Abstimmung in den Ausschüssen und im Plenum einfach trennen, weil das sind für mich erstmal 2 sehr unterschiedliche Dinge. Wie ich im Ausschuss abgestimmt habe, ist in 99,999% aller Fälle dokumentiert. Insofern stellt sich für mich da die Frage, warum man das zusätzlich dokumentieren sollte. Ich habe gerade im Bereich Integration, ist halt so, dass es halt 3 verschiedene Themen im Ausschuss gibt und in der Regel stimmen die anderen dann so ab, wie es halt empfohlen wurde vom fachpolitischen Sprecher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu einem Frauenthema dann anders abstimme als Simon oder als Simon es empfiehlt, ist halt so bei 0,1% oder so, und dann kann man es ja immer noch separat dokumentieren. Ansonsten gibt es einfach irgendwo die Hauptausschussabstimmung waren, glaube ich, auch, ich weiß nicht, einmal, dass Heiko irgendwo anders abgestimmt hat in den letzten 12 Monaten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht ablesen kann, wie wer abgestimmt hat anhand eines Ausschussprotokolls, tendiert halt wirklich gegen null. Insofern stelle ich mich da einfach vor die Frage,
wie wichtig dieses, das ist, das nochmal irgendwo separat zu machen. Das mit dem Plenum allerdings ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Da ist es ja wirklich so, dass völlig pauschal gesagt wird, wer stimmt wie ab, und dass Herr Dräger da mal irgendwo falsch aufpasst und dann deswegen mit einem Nein dokumentiert wird oder mit einer Enthaltung oder so. Das ist halt dann bei der CDU der Sonderfall, aber ansonsten wird halt sehr viel pauschalisiert, und da wäre es tatsächlich so, dass man viel stärker auch den Bedarf eigentlich hätte, das mal zu machen. Da halte ich es aber auch mit Simon und sage, es wäre cool, wenn man das einfach mal allgemein hinkriegen würde und allgemein den Bug fixen würde und nicht nur für uns, sondern halt für das gesamte Plenum, sodass die Leute auch viel stärker dazu übergehen, sich selbst zu fragen, muss ich denn jedes Mal mit der Gruppe abstimmen oder kann ich mich auch einfach mal selber entscheiden. Das wäre cool, wenn wir in diese Richtung erstmal denken könnten und dann, wenn wir das nicht gesamtfix kriegen, sondern dass wir das dann für die Fraktion halt nochmal angehen. Aber die Richtung stimmt beim Thema Plenum auf jeden Fall. Okay, ansonsten haben wir noch Simon und Gerwald auf der Liste und danach hättest du eh nochmal Zeit für ein Abschlussstatement und dann würde ich zur Abstimmung kommen wollen. Aber wie du meinst. Ja, also von wegen gefragt werden, ich wurde schon gefragt, ich konnte die Frage dann nicht beantworten, warum wir da unterschiedlich abgestimmt haben, da ging es allerdings auch ums Plenum. Im Übrigen zu den Ausschüssen, da steht nicht, dass wir es zusätzlich dokumentieren, sondern dass wir es dokumentieren. Wenn wir es schon dokumentieren, dann dokumentieren wir es schon, dann ist dieser Antrag sozusagen, obwohl wir ihn noch gar nicht beschlossen haben, schon zum Teil erfüllt. Und ich habe ansonsten, kann man einfach die Lösung wählen, die am weitestgehendsten ist, die am technisch sinnvollsten ist, die am wenigsten Probleme verursacht. Und wenn wir dann alles mit Open Data und so weiter haben und elektronisch, dann können wir auch das nehmen. Und bis dahin tragen wir das so ein, wie wir es vielleicht bisher im Redmine schon an anderer Stelle eintragen. Oder wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, macht man es halt noch ein paar Mal irgendwie auf Papier oder was weiß ich. Ja, dann schreiten Sie zur Tat, Herr Weiß. Schreite zum Wort. Aber Pavel hat es ja vorhin schon erwähnt, wir haben ja im Redmine einen Vorgang für jeden, also wir haben ja ein Ticket für jeden Vorgang. Das Einzige, was technisch gesehen fehlt, ist die gleiche Eingabemaske wie bei den Anträgen. Die müsste einfach nur dazugetan werden, dann ist auch kein Problem. Was ich jetzt natürlich nicht tun werde, ist ein eigenes Dokumentationssystem in der Zwischenzeit betreiben, wo ich jeden einzelnen Vorgang in diesem Parlament extra nochmal abtippe. Das wäre ja absurd. Aber das ist halt einfach, es muss halt irgendwie ein Ticket erstellt werden, wo drin steht, es soll da auch eine Eingabemaske rein, und wenn es soweit ist, dann können wir das ja alle machen. Dann noch Gerwald. Na, ich finde den Antrag gut. Das Dumme ist bloß, ich habe Schwierigkeiten, die letzten 2 Jahre rückwirkend aufzulisten. Ich habe nicht alles mehr geschrieben. Was auch noch fehlt, ist, dass man, ich weiß nicht, wie wir das dann lösen soll, nach 73 GO, wenn man als einziger abweichend ist, ob wir da dann irgendeinen Automatismus reintun. Und der Vorschlag, dass man dauernd namentlich abstimmt, würde ich persönlich für etwas unpraktikabel halten. Dann sollte man eher schauen, dass man in die Geschäftsordnung reinbekommt, dass normale Abstimmungen auch geheim stattfinden dürfen, weil die steht nämlich nicht drin, jetzt im Plenum. Also wir haben ja immer nur die Möglichkeit, mit Namen abzustimmen oder öffentlich, aber geheime Abstimmung ist nur bei Personenwahlen im Plenum möglich, bei normalen Abstimmungen nicht. Das wollte ich mal überlegt, als Überlegung reingebracht haben, weil es mir eingefallen ist, als das hier zur Sprache kam. Sonst kann ich den Antrag eigentlich zustimmen. So, jetzt Andreas, du darfst nochmal, wenn du möchtest, ansonsten würde ich jetzt mit der Abstimmung beginnen. Ja, ich muss nochmal, also eigentlich nur noch eine Sache, ich dachte eigentlich, das wäre mehr weniger ein Selbstläufer. Ich habe bewusst den sehr kurz gehalten, weil man alles andere dann im Nachhinein klären muss und ich eigentlich dachte, es wäre sowieso eine halbwegs Selbstverständlichkeit. Ich finde es lustig, wenn im Wahlkampf jetzt jemand hier in der Fraktion dagegen stimmt, sein Abstimmverhalten im Plenum zu dokumentieren. Also wählt eure Entscheidung weise. Erstmal gar nichts, jetzt fangen wir mal. So, jetzt die Tumulte hören bitte sofort auf. Macht das. Der Herr Morlang möchte sich nicht erpressen lassen. Wir schreiten jetzt zur Abstimmung. Also möchte ich alle bitten, die für den Antrag von Andreas sind, ihr Ja-Bömmelchen, die dagegen sind, ihr Nein-Bömmelchen zu heben. Und dann beginnen wir mit der Auszählung. So,
Der Herr Morlang ist uneindeutig, ich komme da am Ende nochmal zu zurück. Herr Baum ist dafür, Herr Magalski ist dafür, Herr Kowalewski ist dafür, Herr Klaus Brunner ist dafür, Herr Reinhardt ist dagegen, Herr Delius ist dafür, Herr Dr. Weiß ist dafür, Herr Pries ist dafür, der Herr Lauer ist dafür, Pavel Meyer ist dafür, Alexander Spieß auch und Heiko Herberg ist dafür, Oliver Höfinghoff ist auch dafür und der Alexander Morlang hat sich mittlerweile auch entschieden, dafür zu sein. Dankeschön dafür. Das ist doch schön. Haben wir dann diesen Tagesordnungspunkt irgendwann auch erledigt, ist doch alles schön. Top 2.2, Änderungsantrag zum Antrag der Koalition zum Sprachlerntagebuch. Ein Antrag, den der Kollege Heiko Herberg. Nein, es ist ein. Ja, das ist natürlich ein Antrag von Martin Delius. Ja. So, die Tumulte enden bitte wieder und jetzt kann der Martin seinen Antrag vorstellen. Ja, welcher war es, der Sprachlerntagebuch, ja? Genau. Also wir hatten ja im letzten Plenum, das ist jetzt auch gleich für die nächsten beiden Anträge dann mit, wir hatten im letzten Plenum ja so einen Antragsblock Bildungspolitik der Koalition. Wir haben uns über die Sommerferien dazu mal Gedanken gemacht und das ist eben der Teil zum Sprachlerntagebuch. Da ging es ja zur Erinnerung darum, dass das Sprachlerntagebuch von der Kita an die Schule weitergegeben werden sollte. Da sollten irgendwie datenschutzrechtliche Dingsen evaluiert werden und der Senat sollte sich da mal Gedanken machen. Die Gesetzeslage, was den Datenschutz angeht, ist relativ klar. Das habe ich im Plenum auch schon gesagt. Das haben wir dann in den Antrag mit übernommen. Gleichzeitig haben wir aber in dem Änderungsantrag jetzt für die Koalition auch nochmal klar gemacht, dass wir uns eine Überarbeitung des Sprachlerntagebuchs bzw. ein anderes Mittel wünschen, um auch klar zu machen, was denn jetzt eigentlich an der Schule damit passieren soll. Also der Senat muss erstmal sagen, was die Lehrer jetzt mit diesem Sprachlerntagebuch tun sollen und was die Informationen, die ja sowohl die Kinder als auch deren Eltern, manchmal sogar Nachbarinnen und Nachbarn und auch die Erzieherinnen betreffen, denn eigentlich im Unterricht genau gemacht werden soll. So, und genau, das, darum geht's und da haben wir einen Änderungsantrag. Die drei Anträge, die da im Block sind, die sind alle für den Ausschuss, auch nicht fürs Plenum. Insofern wird sich Heiko freuen, dass er nicht viel zu tun hat, aber ich wollte sie trotzdem hier abstimmen, weil sie ja doch ein bisschen umfangreich sind. Okay, gibt es Redebedarf zu dem Antrag? Ich stelle fest, dass dem nicht so ist. Dann können wir hier direkt mit der Abstimmung anfangen. Also bitte alle wieder die Ja-Bümmelchen hoch, die dafür und Nein-Bümmelchen, die dagegen sind. Nein. Alexander Morlang dafür, Andreas Baum dafür, Philipp Magalski dafür, Simon Kowalewski dafür, Gerwald Klaus Brunner ist dafür, Fabio Reinhardt dafür, Martin Delius dafür, Simon Weiß dafür, Wolfram Pries dafür, Christopher Lauer dafür, Pavel Meyer dafür, Alexander Spieß dafür, Heiko Herberg und Oliver Höfinghoff auch dafür. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2.3, Änderungsantrag zum Antrag der Koalition in Sicherheit lernen, wieder Antragsteller Martin Delius. Bitte schön. So, das ist jetzt auch noch ein bisschen umfangreicher, wenn ihr euch daran erinnert. Die CDU hat ja die SPD dazu überredet, so einen lustigen Antrag für mehr Sicherheit an Schulen, also insbesondere Grundschulen, einzubringen. Und da ging es vor allen Dingen um Videogegensprechanlagen, Zaun, Selbstschussanlagen oder sowas. Also nicht Selbstschussanlagen, aber sollten dann Leute die Eingänge überwachen, die sollten allgemein irgendwie überwacht werden. Dazu sollten Hausmeisterassistenten eingestellt werden. Das finden wir alles relativ abstrus und haben deswegen den Änderungsantrag eingebracht und zielen vor allen Dingen darauf ab, dass jede Schule selbst beschließt, welche Art von Sicherheits- und Präventionskonzept, explizit auch Präventionskonzept für Sicherheit, sie erarbeiten möchte, mit welchen Kooperationspartnern, dass das demokratisch abgestimmt wird. Und das eben auch gerade für den sogenannten Sicherheitsbeauftragten oder für irgendeine koordinierende Stelle an der Schule Arbeitszeitausgleich gewährt wird, wenn da was passiert. Dann geht es weiterhin darum, dass wenn jetzt Leute eingestellt werden sollen, dass es Qualifizierte sind und nicht die aus dem Arbeitsprogramm der Arbeitssenatoren übrig gebliebenen, nicht verwendeten Stellen als Hausmeisterassistenten. Im Bereich Prävention und gerade irgendwie Betreuung geht es in dem Änderungsantrag auch nochmal darum, dass der Senat aufgefordert wird, die
die Bedarfsdeckung an Lehrkräften zu erhöhen, derzeit 100%. Wir wollen das wieder auf 105%, wie es vor 2004 war, erhöhen. Wir wollen mehr Erzieherinnen und Erzieher, also als im psychologischen Dienst beziehungsweise als Sozialarbeiterinnen und sonstige Betreuerinnen einstellen, weil sichere Schule ist halt dann, wenn die Kinder immer einen Ansprechpartner haben und Prinzip nicht aus den Augen gelassen werden, wenn sie irgendwie an irgendwelchen dunklen Ecken des Schulhofs stehen, wo dann keine Videokamera ist. Genau, darum geht's. Also Schulsozialarbeit habe ich schon genannt und und nochmal der Hinweis auch auf die in Richtung Bezirke, dass der Senat sicherstellen soll, dass eben der Bedarf an Hausmeisterinnen gedeckt ist. Dass zum Beispiel Mitte die Hälfte der Hausmeisterinnen für Schulen streichen musste letztes Jahr. Und da fängt es halt schon an, wenn irgendwie die Schließanlage, die Tür kaputt ist, nicht abgeschlossen werden kann, in der Nacht das Fenster im Arsch ist oder irgendwelche Sachen, das kann halt vor Ort nicht gedeckt werden. Genau, darum geht's. Achso, und eine wichtige Sache habe ich vergessen. Nicht nur Grundschulen, sondern eben alle Schulen, weil wir haben ja auch kleine Anfragen zu Polizeistatistik und Meldungsstatistik für Straftaten, Vergehen und solche Sachen an Schulen gestellt und es war klar, dass der Großteil eben an weiterführenden Schulen stattfindet und gerade was die schulfremden Gefährdungen angeht, eben von Schülern anderer Schulen an weiterführenden Schulen passiert ist und das sind Sachen, die da wichtiger sind als der Populismus, wir müssen jetzt unsere kleinen Kinder vor bösen Menschen mit Bärten schützen. Ja, danke Martin. Haben wir Redebedarf zu diesem Thema? Ich stelle fest, dass auch hier wieder in trauter Einsamkeit, trauter Einigkeit, nein, lass das. Ah, jetzt klaut er mir meinen Strom. In trauter Einigkeit geschwiegen wird, dementsprechend können wir auch direkt zur Abstimmung schreiten und ich möchte euch wiederum bitten, eure Bommels zu erheben, wenn ihr dafür oder dagegen seid. Okay, also, wir haben... Das ist einstimmig, ja, alle sind dafür, keine Enthaltungen, das ist schön, damit ist dieser Antrag angenommen. Herzlichen Glückwunsch, Martin, und herzlichen Glückwunsch, Berliner Schulkinder. Wir kommen zum nächsten Antrag, Änderungsantrag der Piratenfraktion zum Antrag der Fraktion der SPD und der CDU, Initiativen zur Reduzierung von Schuldistanz an Berliner Schulen. Herr Delius, übernehmen Sie. Oh, das ist der längste Änderungsantrag, aber ich werde versuchen, ihn jetzt kürzestens vorzustellen. Er enthält 18 Änderungspunkte, darunter so Kleinigkeiten wie die Koalition darüber aufzuklären, dass in Berlin und in Deutschland nicht jedes Kind schulpflichtig ist, wie behauptet wird in dem Originalantrag, dass es auch nicht nur um die Verantwortung von Eltern, sondern allgemein Erziehungsberechtigten gibt, weil nicht jeder Erziehungsberechtigte oder jede Erziehungsberechtigte ein Elternteil ist. Das sind so die Kleinigkeiten. Dann auch wieder das, was ich vorhin schon ausgeführt habe, der Hinweis darauf, beziehungsweise die klare Maßgabe für den Senat, die Betreuungsrelation zu erhöhen bei Lehrkräften, also pädagogischem Personal und nicht pädagogischem Personal. Und dann noch Maßnahmen, die wir auch schon mit Feedback abgestimmt haben, mit dem Squad erarbeitet haben. Zum einen, weil es ja um Schuldistanz geht an der Stelle mit diesem Änderungsantrag, wollen wir sogenannte Joker-Tage einführen, die im Prinzip eine eigenverantwortliche Antragstellung, Freiung vom Unterricht für einen Tag ermöglichen, nicht nur wie es jetzt ist, aufgrund von religiösen Befindlichkeiten, also Feiertagen und solchen Sachen, oder aus ganz besonderen Fällen, wie wenn die Oma gestorben ist und eine Beerdigung ist oder solche Sachen, sondern eben 15 Stück eigenverantwortlich über das Jahr verteilt. Dann haben wir nochmal explizit reingeschrieben, dass Maßnahmen und Vereine, Institutionen zur Begegnung von Schuldistanzierung gefördert werden sollen, also auch im nächsten Haushaltsplan, damit da nochmal darauf hingewiesen wird. Und eine schöne Sache ist weiterhin, dass es einen Informationsbrief geben soll, weil anders kann man es schlecht machen, der die Schulen dazu anleitet und darauf hinweist, dass es für Kinder auch möglich ist, sogenannte Schulwegpatenschaften zu bilden. Also gerade in Bezirken, wo irgendwie der Einzugsgebiet relativ groß ist oder eine heterogene Schülerschaft da ist, wo es Einzelne gibt, die von Schuldistanzierung und Schulpflichtverweigerung betroffen sind und andere nicht, dann kann man versuchen, über auch die Sozialpädagogen und Sozialpädagogen dort Patenschaften zu etablieren, wo dann erst eine Kind vorbeigeht und
das andere mitnimmt zur Schule, zum Beispiel. Also das sind so Ideen. Da geht es nur einfach darum, dass der Senat mal prüfen soll, wie er das an den Schulen ranbringen kann. Jetzt eins habe ich noch vergessen. Ach so, genau. Die problematischen Maßnahmen, die in dem Originalantrag stehen, zum einen die, der Hinweis darauf, dass über diese sogenannte Schulschwänzer- oder Schuldistanzkommission oder Arbeitsgruppe verschiedene Behörden des Landes zusammengeführt werden sollen, also auch große Datensätze zusammengeführt werden sollen zwischen Schulverwaltung, Polizei, Jugendämtern, Schulen. Im Prinzip das, was man nach geltendem Recht der Schülerdatei aufgezwungen hat, aus Datenschutzgründen wieder aufzuheben, eben mit dem Argument, die Schüler schwänzen. Das haben wir rausgestrichen, das elektronische Klassenbuch haben wir stark eingedampft und haben gesagt, naja, das müssen mindestens die gleichen Standards gelten wie für das für die Schülerdatei, was das Ganze obsolet machen würde. Das ist noch die Hoffnung, dass das noch drinne bleibt, weil ja uns auch die Senatsverwaltung immer beteuert, ja, es werden nach dem Probebetrieb noch ganz hohe Standards angelegt an das Klassenbuch und so. Das ist die Idee. Wie gesagt, 18 Punkte. Okay, diesmal gibt es offensichtlich Redebedarf. Pavel hat sich gemeldet und Phil meldet sich auch, der ist dann danach dran. Nee, erstmal super Sachen, die da drin stehen, finde ich. Meine Frage wäre jetzt, also für mich klang das so, als wenn es sinnvoll wäre, speziell, also gerade diesen letzten Antrag eigentlich in 3 bis 5 einzelne Anträge aufzuteilen, weil, gut, aus verschiedenen Gründen, da würde mich interessieren, ob du das vielleicht in Erwägung gezogen hast, das zu tun, also bietet sich meiner Meinung nach an. Ja, ich wollte mich einfach mal bedanken bei Martin, aber auch besonders bei den Mitarbeitern für diese 3 Anträge, insbesondere den letzten, der ja jetzt auch nochmal hier diese ganze Stigmatisierungsproblematik irgendwie aufwirft, dass die Koalition hier eben auch auf Schulschwänzer und so weiter wirklich miserable Anträge einreicht. Und jetzt haben wir hier einen Antrag, der echt richtig gut ausgebessert worden ist und dafür also mein Lob und mein Dank auch. Und dafür, dass es unten auch bei allen Anträgen nochmal wirklich kompakt formuliert und die Information zusammengetragen worden ist, für jeden gut lesbar. Ja, ich glaube, Martin wollte antworten oder jetzt am Ende? Also okay. Zunächst mal, Phil, dann darfst du auch die Piraten nicht vergessen, weil das gerade die Ideen, die wir da haben, die kommen eigentlich aus dem Bildungswort, das sich da ausnahmsweise mal mit Realpolitik beschäftigt hat und das fand ich total schön. Sind auch im Liquid Feedback gewesen. Zu Pavel, ja, das ist richtig, wir machen das redundant. Und zwar, also gerade die Sachen, die jetzt auch in mehreren Anträgen auftauchen mit der Erhöhung der Betreuungsrelation, das wird im Haushalt kommen, da gibt es noch einzelne Anträge dazu. Wenn wir mit den Linken jetzt auch noch was zusammen machen, was pädagogisches Personal angeht, Hausmeister und solche Sachen, also Bezirkszuweisungen auch, wird kommen. Es gibt schon einen Antrag für die Joker-Tage extra, der ist auch schon fertig, den habe ich jetzt nur aus dem Grund nicht eingebracht, weil die Koalition das aufs Tableau gesetzt hat. Und ich möchte, dass genau die Punkte, die wir haben, zusammen mit den Anträgen der Koalition im Ausschuss besprochen werden. Deswegen jetzt das als großes Paket als Änderungsantrag. Die einzelnen Punkte sind wir auf jeden Fall nochmal als einzelne Anträge, damit wir auch von uns aus da nochmal was setzen können, schon ausgearbeitet, kommen dann auch. Also. Ich kann dich jetzt nochmal hinten draufsetzen, aber der Alex wartet halt auch dran. Das mit den Zwiegesprächen ist eher blöd. Also Alex. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass wir uns auf diese Sitzung vorbereiten, die Anträge vorlesen und falls wir Fragen haben, uns mit den Fachabgeordneten vor der Sitzung besprechen, sodass dieses gerade stattfindende Frage- und Antwortspiel nicht stattfindet. Dieses Sitzungsformat nach unserem Regelsatz lässt genau zu, eine politische Gegenrede, wenn man den Standpunkt und die Position bereits kennt, da kann man eine Gegenposition formulieren, dann können wir da eine politische Debatte machen, aber bitte keine, wie ist denn das und habt ihr das nicht und so weiter Geschichten. Das haben wir in fast Konsens abgelehnt. Ich weiß nicht, warum das nach den Sommerferien wieder vergessen ist. Ja,
Also ich, mich interessiert jetzt nur, ist das schon jetzt als, sagen, als Änderungsantrag eingereicht, weil mein sozusagen Votum war, mehrere Änderungsanträge einfach draus zu machen. So rein formal, aber können wir ja dann auch, weil Alex das nicht interessiert, können wir das vielleicht lieber hinterher gemeinsam besprechen. Gut, Martin möchte gerne ein Abschlussstatement abgeben. Dann mach mal. Das war jetzt quasi eine Gegenrede gegen das Format der Anträge. Ich möchte nochmal, also nehmt den bitte so an, das Ziel ist tatsächlich, diese Anträge in dieselbe Sitzung reinzukriegen. Das kann man natürlich auch mit mehreren Änderungsanträgen machen, ist dann aber im Prinzip egal, weil dann kommt es ja eh auf die Ausschussberatung und die Diskussion dort an und ob Presse da ist, um seinen Punkt rüberzubringen. Wie gesagt, deswegen haben wir das alles in eingepackt, um auch mal zu zeigen, wie viel an einem Antrag falsch sein kann. Also vom einzelnen Wort bis hin zur grundsätzlichen politischen Ausrichtung. Ja, komm Simon, wenn es schnell geht. Ich wollte nur noch mal kurz anrichten an Pavel. Also ich habe es bis jetzt jedenfalls auch noch nicht erlebt, dass man sich in einem Ausschuss irgendwie dem verweigert hätte, einen Änderungsantrag in verschiedenen Punkten getrennt abzustimmen. Insofern ist das, glaube ich, relativ egal. Gut, wenn die Verfahrensdiskussion dann soweit geklärt ist, würde ich jetzt gern mit der Abstimmung beginnen. Also hebt bitte euer Bällchen, wenn ihr dafür oder dagegen seid, diesen Antrag anzunehmen als Fraktion. Und ich stelle fest, dass auch hier wieder Pyongyang herrscht. Alle haben die blauen Ja-Bällchen oben. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Keine Enthaltungen. Bevor wir in den nächsten Tagesordnungspunkt gehen, möchte ich allerdings auch noch mal kurz unterstützen, was der Kollege Morlang eben gesagt hat, auf dieses Verfahren bezüglich der Vorstellung des Antrags und entsprechend politischer Gegenrede von KollegInnen, die sich mit dem Antrag im Vorfeld auch beschäftigt haben. Darauf dieses Vorgehen hatten wir uns geeinigt, damit dieses Frage-Antwort-Spielchen nicht passiert. Ich habe es jetzt erstmal laufen lassen, möchte euch allerdings alle darum bitten, dass wir das in Zukunft auf ein absolutes Minimum reduzieren. So, dazu nochmal das. Und dann haben wir Antrag 2.5. Benennung eines Mitglieds des Gnadenausschusses Berlin. Da ist der Antragsteller nicht ganz klar. War das jetzt Martin oder Fabio? Okay, also stellt Martin den Antrag vor. Also ich weiß ja nicht, was Fabio noch sagen will. Also wir haben ja eine Gremienkommission, die haben wir gewählt. Also der Landesvorstand hat die Mitglieder bestimmt, die vom Landesverband kommen. Diese Gremienkommission ist von Fabio angerufen worden, weil er gerne, jetzt geht er. Nee, Ute. War vorhin da, jetzt ist sie gerade nicht da. Fabio hat die Gremienkommission angerufen, es gab eine öffentliche Ausschreibung, es gab eine öffentliche Aussprache zu den Bewerberinnen und Bewerbern. Andreas war kurz da, leider war die Gremienkommission nicht vollständig, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil unser aktueller Vorsitzender sich dann nicht mehr gemeldet hat auf diesen Termin. Das lief alles sehr cool und hat vor allen Dingen gezeigt, wie viele krass versierte Piraten wir haben, die man so sonst normalerweise nicht kennt und nicht sieht. Wir haben eine Wahl getroffen, indem wir, das kann man im Protokoll ja auch nachlesen, indem wir halt unterschiedliche Präferenzen gesagt haben. Wir haben uns für die Ute entschieden, die ist jetzt gerade nicht da, eben saß sie noch hier, die unserer Meinung nach für den Gnadenausschuss perfekt ist tatsächlich, weil erstens hat sie von der Seite der Justiz schon mal genau diese Anträge geschrieben und mitbearbeitet und und auch die Bewertung von Seiten der Justiz, also diese Vorbewertung für den Gnadenausschuss schon mal gemacht und würde das jetzt eben gerne im parlamentarischen Prozess im Gnadenausschuss weitermachen. Wir hätten, wenn ihr die Ute aus irgendwelchen Gründen nicht möchtet, Schöneberger Piratin, dann hätten wir auch noch andere, die auch ähnliche Qualifikationen aufweisen können. Insofern habe ich da gar keine Sorge. Mein Antrag ist auf jeden Fall Ute. So, jetzt kann Fabio noch was sagen. Ja, also ich wollte jetzt auch überhaupt nicht deine Antragstellung irgendwie in Zweifel ziehen oder so. Mir ging es nur darum, ihr habt mich ja vor einem guten Jahr in diesen Gnadenausschuss gewählt, deswegen habt ihr natürlich auch eine Erklärung verdient, warum ich jetzt sage, das soll jemand anders machen. Unabhängig davon, dass ich eine erhöhte Aufgabenbelastung habe,
habe ich mir, habe ich mir tatsächlich auch nochmal die Frage gestellt, in welchen Gremien man eigentlich aktiv sein muss oder sollte als Abgeordneter. Und bei dem Gnadenausschuss ist es tatsächlich so, dass wir halt die Möglichkeit haben, hier auch Piraten oder andere Interessierte einfach in einem sehr spannenden Gremium teilhaben zu lassen, das ich ja jetzt auch schon 1,5 Jahre erlebt habe, wo ich auch sehr viel gelernt habe, wo es aber wirklich nicht wichtig ist, dass ich zum Beispiel Abgeordneter bin oder über Kontakte verfüge oder irgendwas anderes, weil es halt ein komplett geheimtagendes Gremium ist, was ja auch seine Berechtigung hat. Und daher habe ich mir dann schon gesagt, das ist, finde ich, sinnvoll, genau hier mal mich an die Kommission zu wenden, die wir genau dafür auch gewählt haben. Insofern vielen Dank Martin, Tom und auch die anderen, dass sie halt hier dieses Verfahren so zügig und auch so sauber durchgezogen haben, auch so schön protokolliert. Also es hat mich echt positiv überrascht. Und mir fällt es fast schon nicht ganz leicht, sozusagen das jetzt nicht weiterzumachen, weil es echt ein sehr spannendes Gremium war. Simon hat die Erfahrung auch schon gemacht. Morgen ist dann meine letzte Sitzung und Ute dann auf jeden Fall viel Glück, falls sie gewählt wird. Ja, ich habe mich selber auch noch mal kurz drauf gesetzt. Oh, der Doktor weiß sich auch. Okay, kommt hinter mir. Entschuldigung, gerade noch nicht gesehen. Und der Herr Morlang möchte auch noch im Nachgang drauf. Ich stelle fest, es ist doch ein interessanteres Thema, als es am Anfang aussah. Martin, du hast das angesprochen. Das war, ich habe als Mitglied der Gremienkommission da ziemlich gefailt und habe genau bei dem Auswahltermin leider es total verpennt, hinzugehen, also weil der Termin in meinem Kalender nicht eingetragen wurde. Insofern war das blöd. Finde es aber auch großartig, weil ich mir natürlich im Nachgang auch direkt noch das Feedback geholt habe von der Veranstaltung, also vom Casting. Und alles, was ich bisher gelesen und gesehen und gehört habe, überzeugt mich halt auch, dass Ute die Richtige für den Job ist. Und kann da auch nur nochmal unterstützen, die entsprechende Auswahl der Gremienkommission da zu unterstützen durch die Fraktion. Jetzt hat das Wort Simon. Also zunächst mal würde ich mich auch dafür aussprechen, den Antrag jetzt anzunehmen. Ich nur zwei Punkte. Das eine ist, Fabio hat es ja schon angedeutet, ich bin ja im Moment stellvertretendes Mitglied des Gnadenausschusses. Wenn ich es richtig verstehe, ist der, also prinzipiell könnte man diese stellvertretende Stelle auch gleich mit umbesetzen, weil ich jetzt auch nicht gesteigerten Wert darauf lege und es ja auch genügend im Auswahlverfahren auch genügend qualifizierte Leute gab, diese stellvertretende Position besetzen könnten. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das deshalb nicht gemacht, weil man dann aus der Gremienkommission nicht ohne Rücksprache mit mir, wollte ich an dieser Stelle, ich weiß nicht, was da jetzt euer Plan ist, wenn, ich glaube, der Gnadenausschuss muss ja nochmal durch Parlamentsbeschluss besetzt werden, oder können wir einfach jemanden benennen? Dann, das muss nur angesagt werden. Genau, also wir können es ja jetzt beschließen, ich würde dann nur mal jetzt an dieser Stelle vorschlagen, dass die Gremienkommission sich überlegt, ob man nicht die stellvertretende Stelle, da ist ja irgendwie, man muss ja nicht gleich nochmal alles komplett neu ausschreiben, weil es gibt ja, man kann ja irgendwie nochmal unter den Bewerbern für die erste Stelle gucken oder wie auch immer ihr euch das sinnvoll überlegen könnt, aber es wäre ja dann sinnvoll, dass man nicht irgendwie ein paar Wochen später dann schon wieder einen Parlamentsbeschluss braucht, um irgendwie die stellvertretende Stelle zu besetzen. Aber die zweite Sache war, wollte ich die Gelegenheit nur nutzen, um kurz schon mal hier anzusagen, der Gremienkommission habe ich schon eine Mail geschrieben, dass ich nach dieser sehr positiven Erfahrung mit dem Gnadenausschuss auch vorhabe, die von uns benannte Position im Richterwahlausschuss ausschreiben zu lassen über die Gremienkommission. Gut, das war Simon. Dann kann jetzt der Alexander seine Frage stellen. Hat die schon mal gesessen? Und falls nicht, hatten wir Bewerber mit Haftstrafen? Nein und nein. Martin, du bist jetzt sowieso dran. Die Gremienkommission muss dann noch mal sitzen wegen deines Vorschlags, weil wir uns noch nicht einigen konnten, ob wir das für legitimatorisch gerechtfertigt halten, einfach den Prozess wieder zu verwenden. Wir nehmen das genau mit den Prozessen. Die Idee ist schon da. Ja, ja. Wir haben da aber auch gar keinen Zeitdruck, weil wenn das in irgendeiner nächsten Sitzung dann aufgerufen wird durch den Präsidenten und alle mal die Hand heben, das können wir, glaube ich, alle kräftemäßig leisten. Und außerdem bist du ja eh stellvertretendes Mitglied und es ist jetzt nicht anzunehmen, dass du gebraucht wirst in aller nächster Zeit, weil Ute den Job halt gerne machen möchte und auch Zeit hat als Vorruhestände.
Gut, dann sind wir damit durch und ich würde jetzt gern zur Wahl schreiten. Der Antrag lautet, die Piraten fragen, nee, Moment, wie machen wir das genau? Da ist der Antrag. Auf Empfehlung der Gremienkommission wird Ute Lag zum ordentlichen Mitglied mit Mandat der Piratenfraktion im Gnadenausschuss des Landes Berlin benannt. Wer dem Antrag so zustimmt, hebe bitte ja. Wer nicht, nein, Bömmel. Das sind alles Ja-Bömmelchen, außer Alexander Morlang, der mit Nein stimmt. Gerwald Klaus Brunner, der sich enthält. Gut. Gehen wir weiter. Gut. Alex, das ist eine Diskussion, die du vielleicht mit der Gremienkommission hättest führen können im Vorfeld der Auswahl. Jetzt ist es gerade ein bisschen unpassend, würde ich sagen. Wir kommen zum Top 2.6, Änderungsantrag Kita-Ausbau nur mit Qualität. Und auch wenn es hier gerade Schwierigkeiten gibt, nehme ich mal an, dass der Antrag von Martin wahrscheinlich wieder vorgestellt wird. Nee, der wird eigentlich von, also Susanne ist ja jetzt nicht hier. Wenn das gerade mit dem Link nicht geht, es gibt einen neuen Link, weil aus irgendeinem Grund ist das Redmine mit dem 504 sehr selektiv. Genau dieser Link ergibt nämlich immer einen Bad Gateway. Alle anderen nach einer Weile. Also ich habe jetzt den blauen auch noch probiert, aber so. Der mag auch nicht. Wir haben uns nicht, Susanne hat jetzt nicht gesagt, wer das vorstellen soll, auch nicht mich, ich kenne den Antrag auch nur ganz grob aus der Ausschussdiskussion. Wir könnten ihn, glaube ich, theoretisch noch auf nächste Woche vertagen. Das wäre jetzt nicht so wild. Aber ohne den Antrag, weiß ich nicht. Oder ist das Plenum oder ist es nicht? Ich habe den noch nicht gesehen, weil er erst später reingepackt ist. Das ist auch der Antrag Qualität, Kitas und so weiter, Ausbau mit Qualität, den gibt es schon. Das ist ein Änderungsantrag für den Ausschuss. Auch relativ umfangreich. Steht auch noch im Liquid. Aber einen Änderungsantrag für den Ausschuss brauchen wir doch in der Fraktion überhaupt nicht abstimmen. Nee. Ja, wenn wir die Zeit haben, können wir es machen. Wir müssen es aber nicht tun, damit er gestellt werden kann. Ich vertage diesen Antrag jetzt auf nächste Woche. So. Was? Würde ich jetzt so vorschlagen. Höre ich Widerspruch gegen diese Vertagung? Ah, formell. Okay, dann stimmen wir ab. Wollen wir diesen Antrag auf die nächste Fraktionsversammlung vertagen? Ja, sie wird wohl nicht nächste Woche sein. Sie kann nicht in den Parlamentsferien sein, oder? Also sie ist noch nicht nächste Woche, die Sitzung. So, der 1, 2, 3, ist das ein Rede? Ich wollte nur sagen, dass der Antrag wortwörtlich auch ein Liquid Feedback drin steht und da offensichtlich eine hohe Zustimmung gefunden hat bisher. Würdest du dich in der Lage fühlen, diesen wortgleichen Liquid Feedback Antrag einfach schnell in das Pad rein zu pasten, damit wir dann den vielleicht ganz kurz diskutieren können? Ich bin Dampfmaschinenoptimierer, so. Ja. Okay. Das ist total überflüssig. Okay, warte, bei mir hat der Link jetzt funktioniert. Mit dem 7322 funktioniert er jetzt, Kita-Ausbau nur mit Qualität. Gibt es Diskussionsbedarf zu diesem Antrag? Offensichtlich nicht, dann stimmen wir den jetzt ab. Bitte hebt eure Bömmelchen, wenn ihr dafür oder dagegen seid, diesen Antrag anzunehmen. Der Antrag ist einstimmig angenommen, bei Enthaltung Alexander Morlang und damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Oh, Entschuldigung, Simon Kowalewski hat sich ebenfalls enthalten, das habe ich leider nicht gesehen. Nach der Abstimmung, möchtest du noch zu diesem Antrag reden? Es ist gerade kein Star. Wozu möchtest du denn jetzt reden, Simon? Danke, Christopher, für diesen äußerst konstruktiven Vorschlag. Simon, nimm doch einfach jetzt das Wort. Ich meine nur, weil wir anscheinend gerade eine Kontroverse oder vielleicht eine Meinungsverschiedenheit darüber hatten, wie das gewünschte Vorgehen ist bei Änderungsanträgen im Ausschuss. Meiner Meinung nach sollte, wenn es irgendwie möglich ist und wenn es irgendwie möglich ist, heißt, es ergibt sich nicht gerade während der Ausschusssitzung eine Änderung an einem Änderungsantrag oder so aus taktischen oder welchen auch immer Gründen. Es soll selbstverständlich so sein, dass sämtliche Änderungsanträge in Ausschüssen von der Fraktion beschlossen werden. Ja, meine Aussage bezog sich darauf, dass es kein formelles Erfordernis gibt, gemäß der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses.
Ja, das liegt, Olli, das liegt daran, dass die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses die innere Ordnung der Fraktionen nicht regelt. Ja, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Können wir dann jetzt fortschreiten in der Tagesordnung? Die Zeit tut es so oder so. Ja, wunderbar. Top 2.7, Änderungsantrag zum Citytax-Gesetz. Hier treffen Christopher Lauer. Dann machen Sie das mal. Also, ich wollte nur daran erinnern, es gab ja dieses Gesetz für die Citytax. Da hat der Felix Bunge einen Änderungsantrag ausgearbeitet. Dieser Änderungsantrag wird nächste Fraktionssitzung eingebracht und es wird diese Woche noch ein Treffen geben, wo wir über diesen Änderungsantrag reden, damit der dann nächste Woche in der Fraktionssitzung abgestimmt werden kann. Ich wollte das nur mal hier ankündigen, weil es sich dabei um einen in Teilen recht komplexen Antrag handeln wird. Und dann ist jeder schon mal vorgewarnt und dann müssen wir vielleicht nächste Woche Dienstag nicht so viel diskutieren. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Danke. Gibt es? Das Treffen wird stattfinden, wenn ich das noch geklärt habe, weil wir dann noch einen zweiten Referenten dazu nehmen wollten und dann wird der Termin rund gemailt. Gibt es weiteren Redebedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Ich sehe das nicht, dann schreiten wir fort zum Tagesordnungspunkt 3, Besetzung des Ausschusses Bürgerschaftliches Engagement, Wahl oder Benennung von einem ordentlichen und einem beratenden Mitglied. Herr Spieß, bitte übernehmen Sie. Ja, schönen Dank. Ja, ich nehme an, ihr seid alle darüber informiert, dass wir ja das Abgeordnetenhaus noch im Hauruck-Verfahren in der letzten Sitzung vor der Sommerpause diesen Ausschuss eingesetzt hat, der ursprünglich ja Unterausschuss ist. Ich habe hier gerade noch mal das Link zum Pad gepostet, wo wir alle Informationen gesammelt haben, also auch von dem letzten Vorbereitungstreffen. Und ja, wo wir eigentlich auch noch eine ganze Menge machen wollen, weil nämlich nicht klar ist, was dieser Ausschuss überhaupt machen soll. Das wird quasi ein kleiner Ausschuss, der wird alle 4 Wochen tagen. Gedacht ist, so ähnlich wie beim Petitionsausschuss, dass der auch nicht immer hier im Haus tagt, sondern eben irgendwo durch die Stadt zieht und da eben dann Stadtteilzentren besucht oder was auch immer. Dagegen haben wir natürlich, finde ich, einen gewissen Anspruch daran, was bürgerschaftliches Engagement sein sollte und dass das eben auch nicht damit getan ist, dass man da warme Hände drücke und irgendwelche Orden verleiht. Ja. Gut, insofern ist jetzt die Frage an euch, wer da Interesse hat, diesem Ausschuss zu gehen. Es gibt eben wieder, wie bei jedem kleinen Ausschuss, ein Vollmitglied und ein beratendes Mitglied, sodass wir im Prinzip auch mit 2 Leuten da arbeiten können. Ja. Bitte also um Anmeldung, Interessensbekundung. Christopher. Ich greife mir das Wort. Ja. Ich würde gerne in diesen Ausschuss gehen. Ich melde hier mit meinem Interesse an. Darf ich jetzt mitmachen? Oder muss er nochmal durch eine Kommission? Gut, damit haben wir eine Bewerbung von Christopher. Gibt es weitere Bewerber? Ich nehme an, du hast dich als Vollmitglied gerade beworben, oder? Jawohl. Würdest du auch als beratendes Mitglied zur Verfügung stehen oder als stellvertretendes Mitglied in diesem Ausschuss? Also wenn man sowohl Vollmitglied als auch beratendes Mitglied gleichzeitig sein kann, mache ich das natürlich gerne in Personalunion. Nein, es geht ja darum, falls es noch weitere wegen Ämterhäufung. Es geht ja darum, falls es weitere Kandidaturen für die Vollmitgliedschaft in diesem Ausschuss gibt und es jemand anders werden sollte, könntest du ja trotzdem noch als beratendes Mitglied kandidieren. Ich bin da zuversichtlich, dass wir das jetzt über die Bühne kriegen. Martin?
Also in den nächsten 2 Stunden bestimmt. Ja, mache ich auch. Ist mir egal, wer beratend und wer Vollmitglied wird. So, gibt es dann weitere KandidatInnen für diesen neuen Unterausschuss? Entschuldigung, ja, wir sind ja nicht der Bundestag. Gerwald, ist das eine Kandidatur, ein Redebeitrag oder? Eine Kandidatur als beratendes Mitglied. Mhm. Okay. Simon möchte was sagen. Sei doch nicht immer so aggressiv, wenn ich was sagen will. Du hast mich noch nie aggressiv erlebt. Nö, ich hatte tatsächlich was zu sagen. Und zwar wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir uns nicht nur Gedanken machen müssen, wen wir in diesen Ausschuss schicken, sondern auch, welcher Referent oder welche Referentin bei uns dazu für zuständig wird. Denn das machen wir nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen. We value your input. So, ich gehe mal stark davon aus, dass hier nicht auf einer geheimen Wahl dieser Ausschussmitglieder bestanden wird. Ach ja. Gibt es weitere Kandidaturen? Wer möchte gerne Mitglied in diesem Ausschuss sein? Fabio, ist das jetzt eine Kandidatur oder? Wie bitte? Ja, Wortbeitrag bitte zur Sache, ja? Ich wollte nur daran erinnern, dass wir, also ich wollte jetzt überhaupt nicht irgendwie irgendwem Vorschrift machen oder so, aber wir haben das in der Regel immer so gemacht, dass wir erstmal versuchen, das im Konsens hinzukriegen, und im Zweifel hatten wir auch schon die Situation, dass Leute nochmal für 10 Minuten rausgegangen sind bei diesen Ausschussbesetzungen. Deswegen wollte ich einfach nur anregen, dass wir da jetzt nicht direkt zack, zack, zack zur Wahl streiten, sondern dass das den Kandidaten auch vielleicht nochmal ermöglicht wird, das unter sich einfach zu klären. Da hatten wir bisher sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist ein sehr konstruktiver Ansatz, Fabio. Gerade waren wir noch bei der Sammlung von Kandidaturen, wer gerne Mitglied in diesem Ausschuss sein möchte. Wir haben momentan Christopher Lauer und Martin Delius auf dieser Liste. Martin möchte noch mal was sagen. Faxe möchte auch noch was sagen? Die Faxe ist beraten. Faxe ist, ach so, Faxe möchte beraten, das Mitglied werden, Entschuldigung. Dann Martin. In Betracht der Temperaturen und der Zeit ziehe ich meine Kandidatur zurück und wünsche Christopher und Faxe, so sie denn durch die Versammlung bestätigt werden, viel Erfolg. So, wir haben also jetzt gerade anstehend als Vollmitglied für diesen neuen Unterausschuss Christopher, als beratendes Mitglied Gerwald, Klaus Brunner. Möchtet ihr beide... Mann, ey, es ist nicht nur für euch warm. Kann ich davon ausgehen, dass ihr beide so in der Konstellation in diesen Ausschuss ziehen möchtet? Könnte einer von euch beiden reagieren, sonst ist nicht Reaktion Zustimmung? Also, nein, ich kann mir das so nicht vorstellen. Ja, so, also sprich, mit einem beratenden Mitglied, Gerwald Klaus Brunner, möchte Christopher nicht Mitglied in diesem Ausschuss sein. Ich schlage vor, dass wir jetzt entweder eine schnelle Lösung finden und irgendjemand sich miteinander abspricht. Ich gehe davon aus, dass das hier in dieser Runde nicht möglich ist. Also machen wir jetzt 10 Minuten Pause und treffen uns dann um 16.20 Uhr wieder hier in dieser Runde. So, es ist 16.20 Uhr. Ich würde die Sitzung gerne fortführen. Wenn alle dann bitte wieder ihre Plätze einnehmen würden, könnten wir fortschreiten. Und ich gehe mal davon aus, dass eine irgendwie geartete Verständigung unter Umständen stattgefunden hat oder aber sich weitere Menschen darüber Gedanken gemacht haben, ob sie für einen dieser beiden Posten zur Verfügung stünden. Den ersten Redebeitrag hat gerade schon angemeldet der Alexander Morlang. Der Gerwald Klaus Brunner möchte auch reden, das darf er dann sofort danach. Ja, Alex. Ja, ich bin da nochmal in mich gegangen und würde dort Christopher zur Seite stehen wollen. Ich ging damals davon aus, dass dieses Thema Bürgerbeteiligung etwas ist, was digital stattfindet und möglicherweise im IT-DAT behandelt wird. Das hat sich dann herausgestellt, dass der IT-DAT
also die digitale Verwaltung mit Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement nicht wirklich viel zu tun hat. Und ich hoffe, dass ich da in der Lage bin, meine Vorstellungen und Ziele gemeinsam mit dem Christopher umzusetzen, wäre dann auch für diesen, also würde mich da zur Verfügung stellen für die beratende Mitgliedschaft in diesem Ausschuss, da ich ja den Ausschussvorsitz abgegeben habe und momentan nur im VivoTech aktiv bin und da den Bereich Forschung, der dort alle 5 bis 10 Ausschusssitzungen mal behandelt wird, glaube ich, dass ich da noch genügend Kapazitäten für frei habe. Danke, Alex, und das meine ich aus vollstem Herzen. Gerwald hat den nächsten Redebeitrag. Ja, ich wollte nur bekannt geben, dass ich die Kandidatur zurückziehe, da mein Wunsch, beratendes Mitglied zu werden, niedrigschwelliger ist als Christophers Wunsch, Vollmitglied zu werden. Und dementsprechend respektiere ich auch die Entscheidung und habe zurückgezogen. Ich mache auch darauf aufmerksam, dass ich so in 8 bis 9 Minuten hier wieder weggehen muss, weil ich einen Nachfolgetermin habe, den ich nicht frei arbeiten kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das mit dem Ende der Sitzung soweit so schnell hinkriegen. Christopher, kann ich dann bei dir annehmen, dass du damit einverstanden bist, den Ausschuss mit Alexander zusammen zu betreiben? Nein. Ich bringe ein bisschen Freude und Spaß in die Fraktionssitzung, in diesen trostlosen Ort. Ja, ich bin damit sehr schön einverstanden. Können wir gerne machen. Sehr schön. Freut mich, dass wir hier offensichtlich den Beginn eines funktionierenden Teams mitverfolgen dürfen. Würde dann zur Wahl schreiten. Wer also dafür ist, Christopher als Vollmitglied und Alexander als beratendes Mitglied in den neuen Unterausschuss zur Bürgerbeteiligung und so weiter zu entsenden, der Stimme mit Ja, alle anderen mit Nein oder Enthalten und so weiter. Gehen die Bimmelchen hoch und ich stelle fest, wir haben ein einstimmiges Wahlergebnis. Herzlichen Glückwunsch, Christopher, herzlichen Glückwunsch, Alex. So, wie geht's weiter? Pet scrollen. Kleinen Moment. Was haben wir denn hier? Es gibt noch eine Wortmeldung von Christopher. Christopher, sag doch noch was. Ja, das dauert, weil das Redbein gerade langsam ist. Ich muss erst das Ticket anlegen, dann melde ich mich nochmal. Dann melde ich einfach nochmal. Wir können ja später nochmal in diesen Tagesordnungspunkt zurückkommen. Oh, offensichtlich können wir jetzt in diesen Tagesordnungspunkt zurückkommen? Ja, das Redmine hat mich gehört und wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Ich habe in der Zeile 444 einen Link reingetan, und zwar Antrag an die Fraktion, Sprecher für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement. Antrag Christopher Laube zum Sprecher für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement der Piratenfraktion Berliner Abgeordnetenhaus ernannt. Finde ich gut, wenn wir das jetzt noch abstimmen können. Ja, das korreliert jetzt nicht ganz mit unserer Regelung zur Antragseingangsfrist, aber weiß gar nicht, ob das jetzt den auch mit betreffen würde. Aber wir können den gerne abstimmen, wenn es keine entsprechenden Widerworte, Gegenrede oder sonst was gibt in der Richtung. Und Simon Weiß hat einen Redebeitrag und Fabio Reinhardt hat auch einen. In der Reihenfolge bitte. Entschuldigt meine Verpeilung, aber war das der Name des Ausschusses? Okay, weil der Ausschuss ist ja nur für bürgerschaftliches Engagement zuständig. Bürgerbeteiligung ist dann wiederum ein, naja, sagen wir mal, weites und intersektionelles Politikfeld, was eher in anderen Bereichen angesiedelt ist, unter anderem im Bereich Recht. Deshalb ist mir das gerade aufgefallen. Ja. Fabio? Ja, in Ergänzung zu Simon, das sind komplett unterschiedliche Bereiche unseres Wahlprogramms. Wir haben ein sehr umfangreiches Konzept zu ehrenschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement in Berlin. Es hilft, das zu lesen. Christopher. Ich bin des Lesens mächtig und ich traue mir zu, auch Sprecher für Bürgerbeteiligung zu sein, weil ich glaube, wir haben sowas nicht. So. Und wer das nicht gut findet, kann einen Gegenantrag stellen. Finde ich. So ist das in einer Demokratie. Ne? Also ich stelle mich zur Verfügung. Simon Kowalewski,
Dann stelle ich jetzt mal pro forma und rein mündlich den Antrag, Christopher Lauer zum Sprecher für bürgerschaftliches Engagement zu ernennen. Ja, erstens, Simon, das ins Redmine. Christopher, stündest du für einen solchen Sprecherposten zur Verfügung? Ja, da muss ich noch mal in mich gehen. Ich würde das von der Abstimmung für den Antrag, den ich gestellt habe, abhängig machen. Ich verstehe jetzt auch nicht, wo das genau Problem daran liegt, mich zum Sprecher für Bürgerbeteiligung zu machen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir keinen haben. Aber ich habe ja schon gehört, das hat was mit Lesen zu tun. Und gut, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, zu Hause noch meine Grundschulzeugnisse, die da steht das drin, dass ich das kann. Also ich bin auch qualifiziert und bin auch willens und bereit, die Qualifikation nachzuweisen. Martin. Ich glaube, dass Christopher lesen kann. Ich glaube auch, dass er Sprecher für den Bereich sein kann. Ich hätte aber lieber den Abgeordneten, der sich bisher damit am meisten beschäftigt hat, mit dem Thema antragsmäßig und anfragenmäßig, und das wäre Simon Weiß für diese Position, zumal Simon recht hat. Ich würde das auch noch ergänzen, der Rechtsausschuss ist halt hauptsächlich Bürgerbeteiligung ist halt hauptsächlich im Rechtsausschuss angesiedelt, auch noch im Innenausschuss. Insofern könnte das auch für Christopher sprechen. Mein Votum bzw. mein Appell jetzt an die Runde, dann eben Christophers Antrag, wenn er das so will, abzulehnen und dafür halt Simons Antrag anzunehmen. Dann haben wir das geklärt, und Bürgerbeteiligung hätte ich gerne noch eine Diskussion dazu. Gerwald? Ja, ich habe ein Problem damit, dass das Ding ehrlich gesagt ein bisschen zu global ist. Es ist nicht scharf abgegrenzt. Man kann unter Bürgerbeteiligung sehr viel reinschreiben und sehr viele Themengebiete, und würde ich halt vorziehen, dass man das bis zur nächsten Woche nochmal vernünftig ausarbeitet und dann auch die Kompetenzgrenzen festlegt, um dann nicht jetzt durch einen Schnellbeschluss dann unnötigen Heckmeck zu erzeugen, weil es dann irgendwelche anderen Sachen überschneidet oder beeinträchtigt oder jemand sich dann in seinem Bereich, wo er meint, zu Hause ist, dann eingeengt zu fühlen, und die ganzen Geschichten, die da aufkommen. Wäre sinnvoll, das zu machen. Ich bin da auch gerne mal bürokratisch, sage, der ist jetzt wirklich sehr kurzfristig drin und das ist jetzt nicht so, dass ich mal eben abnicken kann. Dementsprechend schadet auch nicht, wenn man da jetzt eine Woche mit wartet. Fabio? Ja, also ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn Christopher jetzt sein Interesse an Bürgerbeteiligung entdeckt oder wenn er jetzt Anträge stellt, die gerade nichts mit der Sache zu tun haben. Ich finde es aber trotzdem einfach schwierig, wenn man jetzt so tut, als hätte sich in den letzten anderthalb Jahren niemand um das Thema gekümmert, weil das ist nicht der Tatsache entsprechend. Das hat Simon hier gemacht, hat er sehr gut gemacht. Ich sehe auch keinen Grund, ihm das jetzt abzusprechen. Bürgerbeteiligung ist halt hier im Haus ein Teil von Recht. Er ist rechtspolitischer Sprecher der Fraktion. Genauso wie er sich um die Justiz und die Knastfragen kümmert. Auch da ist er jetzt nicht knastpolitischer Sprecher oder so. Das könnte man natürlich irgendwie jetzt ernennen, aber es ist halt ein Teil davon. Wie gesagt, nur herzlichen Dank an Simon für dein Engagement in den letzten anderthalb Jahren. Und ich würde mich freuen, wenn du das auch weitermachst, unabhängig davon, ob du irgendein Titelchen hast oder nicht. Simon Kowalewski, du hattest, glaube ich, irgendwas vorzustellen. Ich habe nur darauf aufmerksam gemacht, dass der Antrag jetzt im Redmine sei und im Protokollpad verlinkt. Gut, dann Simon Weiß. Ja, wir können mich ja natürlich auch gerne zum vollzugspolitischen Sprecher machen. Die Koalitionsfraktionen haben, glaube ich, auch welche, aber die Frage ist ja immer, wie weit man das dann eigentlich aufgliedern muss. Also ich habe das jetzt halt noch kein Argument dafür gehört, warum wir jetzt einen Sprecher für Bürgerbeteiligung brauchen. Das ist halt die entscheidende Frage, unabhängig davon, wer es sein soll. Bürgerbeteiligung im engen Sinne ist Rechtspolitik, weil es alles in der Verfassung geregelte Fragen sind. Bürgerbeteiligung im weitesten Sinne ist natürlich auch in vielen anderen Ausschüssen, unter anderem ITDAT, aber auch in nicht unbeträchtlichem Maße im Bereich Stadtentwicklung zu Hause. Und wie gesagt, es ist halt ein Querschnittsthema. Und weil wenn jetzt die Frage im Raum steht, ob ich dafür zur Verfügung stehen will, also grundsätzlich ja, aber ich sehe im Moment halt nicht den Bedarf, eine weitere Sprecherposition da einzurichten. Christopher. Ja, also erstens
sollte dieser Antrag jetzt nichts damit zu tun haben, dass ich irgendjemandes Engagement in irgendeinem Politikfeld dieser Fraktion in irgendeiner Form nicht beachten wollte oder sonst irgendwas, aber das wird vor allen Dingen dann in 30 Jahren nochmal für Historiker interessant, sich die Wortprotokolle dieser Fraktionssitzung reinzupfeifen und dann mal aufzuschreiben, wer da ein Problem mit wem hatte. Ich wünsche da jetzt schon viel Spaß, viele Grüße. Erstens ist das Thema Bürgerbeteiligung ein ziemliches Kernthema der Piratenpartei, würde ich mal behaupten. Zweitens ist es bemerkenswert, dass wir es in 2 Jahren geschafft haben, keinen Sprecher für Bürgerbeteiligung zu wählen. Drittens ist das Thema Bürgerbeteiligung auch ein Thema im Innenressort. Wie wir alle wissen, ist es ja zum Beispiel dann Frank Henkel jetzt gewesen, der den Termin für die Volksabstimmung zum Energietisch festgelegt hat. Ich bin der Meinung, dass diese Fraktion einen klaren Ansprechpartner für das Thema Bürgerbeteiligung haben sollte. Wenn Simon Weiß das machen möchte, kann er das gerne tun. Ich habe den Ausschuss bürgerschaftliches Engagement so aufgefasst, dass hier Anträge zum Thema bürgerschaftliches Engagement, was auch Bürgerbeteiligung einschließt, irgendwie gebündelt werden sollen. Das kann natürlich sein, dass das alles eine totale Fehlinterpretation war. Ich habe kein Problem damit, dass das weit gefasst wird. Ich bin, wie gesagt, auch bereit, das irgendwie zu tun, ohne dass das in irgendeiner Form eine Minderung von irgendjemandens Leistungen sein sollen oder dass ich davor hätte, irgendjemandem irgendetwas streitig zu machen, abzugraben, sonst irgendwas. Ich weiß ja jetzt nicht, wer von welchen Verlustängsten in dieser Partei getrieben ist, aber vielleicht ist das etwas, womit man dann mit seinem Psychologen drüber spricht. Ich würde jetzt gerne mal einfach zur Abstimmung schreiten und ich finde es großartig, wie lange und wie breit wir über doch solche anscheinend sehr kontroversen Themen diskutieren können. Das wäre ja schade, wenn hier noch irgendwie Politik passieren würde. Also, go for it! Und als letzter Alexander Spieß. Ja, also einmal, Christopher, das ist tatsächlich nicht ganz richtig. Also bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung haben wenig Berührungspunkte. Also sie haben welche, aber eigentlich wenige. Ich halte es eben auch thematisch für etwas problematisch, wenn man so einen Sprecher für bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung nennt. Also er würde das dann trennen. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt Sprecherposten besetzen sollten. Dann könnte man ja nochmal darüber abstimmen, ob wir das vertagen auf die nächste Fraktionssitzung, um sich nochmal genau zu überlegen, welche Position wir brauchen. Wir haben bislang ja gesagt, wir besetzen Sprecherposten analog der Ausschüsse. Das haben wir gemacht. Also jetzt haben wir einen neuen Ausschuss. Insofern ist es schon sinnvoll, dafür dann noch Sprecherposten zu vergeben. Wir haben aber auch zusätzlich Sprecherposten, die können wir jederzeit vergeben für politische Querschnittsthemen. Diskussion oder die Frage, warum wir jetzt speziell keinen Sprecher für Bürgerbeteiligung bislang benannt haben, ist akademisch. Das war eben bislang so, dass das eben ein wichtiges Thema für die Piraten ist, was von vielen miterledigt und erledigt worden ist. Es gab bislang eben keinen Antrag, das als ein spezielles Thema für diese Fraktion als Sprecherposten zu nutzen. Das sollte man aber auch noch länger diskutieren. Deswegen würde ich dafür plädieren, jetzt eben erstmal keine weiteren Sprecherpositionen zu besetzen. Wir haben einen GO-Antrag auf Vertagung dieser beiden Anträge. Höre ich dazu eine Gegenrede? Christopher, formell oder... Pavel steht in der Redeliste und wir haben gerade von Alexander Spieß einen Antrag zur Geschäftsordnung gehört. Den behandle ich dann vorher. Ergo, nochmal, Christopher, war das eine formelle oder eine begründete Gegenrede? Es gibt die nicht. Na gut, dann gibt sie nicht, dann ist Pavel jetzt dran. Ich kontrolliere das jetzt mal nicht nochmal. Gut, ich wollte Alexander noch kurz widersprechen, was sagen das dem Spieß.
zumindest so das Internet sagt, in dem Fall Wikipedia, zum Thema bürgerschaftliches Engagement, dass das halt ein analytisch unscharfer und mehrdeutiger Begriff ist, der die spezifischeren Begriffe wie Ehrenamt, Selbsthilfe, politische Partizipation, politischer Protest, freiwillige soziale Arbeit oder freiwilliges Engagement umfasst. Also daher könnten wir dann auch vielleicht diese Begriffe benutzen, aber letztendlich würde ich auch jetzt einfach ganz gerne über irgendetwas abstimmen und irgendwie fertig werden hier heute. Ja, an mir soll es nicht liegen. Gut, dann haben wir hier zwei konkurrierende Anträge vorliegen. Die werden wir gemäß unserer Geschäftsordnung gegeneinander abstimmen. Das bedeutet, jeder von euch hebe bitte das Ja-Bömmelchen, der für Christophers Antrag stimmen möchte, und das Nein-Bömmelchen, der für Simon Kowalewskis Antrag stimmen möchte. Bitte jetzt. Da haben wir 1, 2, 3, 4 mal Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Nein. Wir haben 1, lass die Bömmchen nach oben. Ach nee, Quatsch, Enthaltungen sind ja egal. Damit haben wir eine Mehrheit für den Antrag von Simon Kowalewski. Den werden wir jetzt noch überprüfen, ob der die notwendige Mehrheit in dieser Fraktion auch erlangt. Das heißt, der zweite Abstimmungsdurchgang. Bitte hebt jetzt euer Ja-Bömmelchen, wenn ihr für den Antrag von Simon Kowalewski stimmen wollt, um Christopher zum Sprecher für bürgerschaftliches Engagement zu machen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Ja, einmal Nein, und damit ist dieser Antrag angenommen. Christopher ist somit jetzt Sprecher. Nein, das war ein Antrag, der ist gerade angenommen worden. Christopher, stehst du denn jetzt auch zur Verfügung für diesen Posten? Schweren Herzens nehme ich die Wahl an und bedanke mich nochmal bei Pavel dafür, dass er erläutert hat, was unter dem Begriff bürgerschaftliches Engagement zu verstehen ist. Da das Bürgerbeteiligung mit einschließt, kann ich sehr gut damit leben. Und dementsprechend, da unsere Fraktion ja keinen Sprecher für Bürgerschaftliches, für Bürgerbeteiligung hat, ist das ja auch nach außen hin ein klares Signal, wie diese Fraktion das versteht. Und damit kann ich gut leben. Danke. Ja. Für euer Vertrauen. Nein, dazu gibt es keine Gegenrede. Christopher hat gerade eine Wahl angenommen. Ich habe jetzt das... Ja, das tut aber gerade nichts zur Sache. Ich habe gerade das Wort und wir befinden uns gerade am Ende eines Tagesordnungspunktes. Und jetzt beginnen wir mit dem Tagesordnungspunkt 4. So wichtig. Boah, ey, aber jetzt wenn das jetzt nicht wirklich wichtig Christopher, ist. Christopher, ich möchte deiner Aussage ganz, ganz deutlich widersprechen. Pavel hat gerade ganz klar erklärt, dass das Thema Bürgerbeteiligung und dem Oberbegriff bürgerschaftliches Engagement zusammengefasst wird. Und damit bist du, solange wir dort keinen Spezialsprecher gewählt haben, auch Sprecher für Bürgerbeteiligung. Und damit kannst du nicht behaupten, dass die Fraktion dort keinen Sprecher gewählt hat, weil du bisher jetzt auch der Sprecher dafür bist. Ich bitte dich, das ganz klar anzuerkennen. So, eine weitere Diskussion über dieses Thema lasse ich jetzt an der Stelle nicht zu. Wir gehen weiter zum Tagesordnungspunkt 4, Besetzung der Bewerbungskommission, Wahl, Benennung, Losung der Mitglieder der Bewerbungskommission für die Fraktionsgeschäftsführung. Ich übergebe an Heiko. Wir sind in Zeile 510. Die Bewerbungen sind ja mittlerweile da drin. Wir sind ja gerade dabei, jeder von euch, hoffe ich, die durchzugucken und zu bestimmen, wen ihr einladen wollt. Es ist ja so, dass wir diese Kandidaten irgendwann mal einladen möchten. Und ich habe halt schon von mehreren Leuten gehört, dass sie gerne daran teilnehmen wollen würden. Tschüss, Faxe. Ich würde es halt gerne vermeiden, dass wir am Ende mit 15 Leuten den Bewerbern gegenüber sitzen und eine komische Kulisse damit aufbauen, sondern würde das gerne auf maximal 5 Leute begrenzen und würde jetzt quasi dazu kommen, diese Kommission mit diesen 5 Leuten zu besetzen und würde das hier in die Diskussion reinbringen. Ich selbst würde gerne daran teilnehmen. Sind das jetzt Wortmeldungen oder müssen wir das oder sollen wir das alles sammeln? Okay,
Wer möchte alles bei diesen Gesprächen dabei sein? Da gehen die Hände hoch von Fabio Reinhardt, Christopher Lauer, Alexander Spieß, Heiko Herberg, Oliver Höfinghoff, Alexander Morlang und hier, wie heißt der, Andreas Baum? Das ist der Mann neben Alexander Morlang übrigens, der mit der Hand eben noch oben da saß. Ja, gut, da haben wir jetzt, glaube ich, 6 Bewerbungen für eine Kommission, so, doch 7. Wen habe ich denn jetzt? Egal. Hast du es aufgeschrieben? Nö, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe es vorgelesen. 520. Ah ja, sehr schön. Fabio, Christopher, Alex Spieß, Oliver Höfinghoff, Alex Morlang, Andreas Baum und Heiko Herberg. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Menschen. Ja, Andreas? Ja, also ich bin der Meinung, dass 5 auch gut sind. Deswegen würde ich diejenigen, die jetzt in Zukunft mit dem Fraktionsgeschäftsführung zusammenarbeiten müssen, sozusagen als Gesetz sehen. Das heißt, den aktuellen Fraktionsvorstand, das sind 3 Plätze weg, 2 übrig. Und die restlichen 2 würde ich auslosen, wenn wir uns irgendwie, wenn es nicht andere gute Argumente gibt oder so, oder das nicht weniger werden, weil ich mit Losverfahren gute Erfahrungen gemacht habe. Stimmt, hast du wirklich. Christopher hat einen Redebeitrag. Ja, ich hatte noch ein Argument, das natürlich für Andreas und mich spricht, nämlich erstens, dass wir diese Ausschreibung damals gemeinsam mit Heiko ausgearbeitet haben und zweitens, dass wir natürlich auch ja, jetzt einfach so die Erfahrung im Fraktionsvorstand gesammelt haben, um einfach auch zu wissen, worauf es bei so einer Stelle irgendwie ankommt. Ja, deswegen würde ich mich freuen und ich weiß jetzt nicht, wie da bei euch der Eingang war, aber ich weiß halt, dass ich relativ schnell nach eurer Wahl euch ja auch angeboten habe, dass ich bei diesem Auswahlprozess mit dabei bin, weil ich mich ja schon auch darauf eingestellt hatte, okay, wenn man sowas anfängt, dann macht man sowas auch zu Ende. Und ja, das würde dann für eine gewisse Kontinuität auf jeden Fall sprechen und das fände ich gut. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mit beiden Varianten leben, sowohl Christophers Argumentation folgen, als auch so ein Stück weit das Ganze öffnen zu wollen. Ja, Diskuss. Ja, Anträge, das eine oder das andere zu machen, wären auch ganz schön. Die dürfen dann gerne auch mündlich eingehen, dann stimmen wir sie kurz gegeneinander ab. Oder ich stelle kurz beide, weil sich hier niemand großartig bewegt. Gut, dann stelle ich jetzt beide Anträge. Der erste Antrag ist, der Fraktionsvorstand ergänzt durch Andreas Baum und Christopher Lauer, bildet die Auswahlkommission für die Einstellung der Fraktionsgeschäftsführung. Und der zweite Antrag ist, der Fraktionsvorstand ergänzt durch 2 durch das Los bestimmte Mitglieder dieser Fraktion, bilden die Auswahlkommission für die Fraktionsgeschäftsführung. Diese beiden Anträge können wir dann gegeneinander abstimmen. Wie bitte? Nein, Simon hat doch keinen Redebeitrag. Andreas hatte einen. Nein? Gut, dann stimmen wir die beiden jetzt gegeneinander ab. Wer für den Antrag ist, Vorstand plus Andreas und Christopher, hebe bitte das Ja-Bällchen. Wer für Vorstand plus 2 durch das Los bestimmte Mitglieder ist, hebe bitte das Nein-Bällchen. So, da haben wir ein Ergebnis. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stimmen für Ja, das heißt für Antrag 1 und 2 Stimmen für Antrag 2. Das bedeutet, die Auswahlkommission. Oh, entschuldige bitte. Wird am Gesamtergebnis halt nichts mehr verändern. Wie bitte? Ach stimmt, es fehlt noch eine Abstimmung. Wer dafür ist, dass wir die Gremienkommission jetzt durch den Fraktionsvorstand mit Christopher und Andreas bilden, stimme bitte jetzt mit Ja oder dagegen. Das ist einstimmig, damit ist der Antrag angenommen und die Auswahlkommission zur Auswahl der neuen Fraktionsgeschäftsführung wird besetzt durch den Fraktionsvorstand mit Andreas Baum und Christopher Lauer. Ich danke dafür. Da muss jetzt keiner eine Wahl annehmen.
So, Top 5, Beauftragte für Klageverfahren. Da kann, glaube ich, Heiko mehr zu sagen. Ja, okay, oder Herr Spieß. Bitte jetzt. Kann auch im Prinzip Heiko was zu sagen. Wir haben ja mehrere Klageverfahren anhängig. Und also die für die Normenkontrollklage ist ja bereits Fabio zuständig, beziehungsweise hat das bisher gemacht. Ja, die anderen Organklagen, ja, richtig. Genau, also deswegen denke ich, es wäre sinnvoll, dass wir Beauftragte haben, die sich um diese ganzen Klagen kümmern, das heißt auch die Fraktion informieren, wie der Fortschritt ist und sich auch um die Korrespondenz kümmern, also vor allem auch jetzt die Klage, die der Professor Kirchberg für uns führt, wo auch der Wassertisch mit eingebunden ist. Und ja, also mein Vorschlag wäre in diesem Falle dann Fabio und Gerwald, der jetzt nun gerade gegangen ist, eben zu bestimmen, sich eben um diese Organe, um diese Klage zu kümmern. Gut, gibt es weitere Wortbeiträge zu diesem Tagesordnungspunkt? Ah, der Wolfram und Pavel. Ja, ich würde gerne wissen, ob der das mit Gerwald schon abgesprochen ist oder ob wir ihn jetzt in Abwesenheit hier fremd bestimmen. Ja, das ist mit Gerwald abgesprochen. Dann Pavel. Gut, ich wollte nur sagen, ich wurde ja zwischendurch auch gefragt, sozusagen in der Sommerpause und habe dann gesagt, wenn sich niemand anderer findet, würde ich das auch machen. Ich bin jetzt froh, dass sich offensichtlich jemand anders gefunden hat, würde gegebenenfalls dann allerdings auch anbieten, zum einen mich vielleicht mehr um die andere Organklage zu kümmern, noch was ich ja auch ohnehin ein bisschen getan habe, und dann vielleicht noch so der Hinweis, also ich habe mich zumindest ansatzweise schon mal schlau gemacht, was jetzt die Wassergeschichte angeht, und da ist doch dringender Handlungsbedarf, da muss einiges getan werden. Darauf wollte ich noch aufmerksam machen. Heiko? Genau, wenn wir die Klage abgehandelt haben, würde ich gerne auch noch gleich danach jemanden haben, der die Normkontrollklage gegen das Betriebegesetz macht. Die kommt ja jetzt auch gerade auf uns zu. Also die wir gemeinsam mit den Grünen und den Linken zusammen machen. Martin, Fabio, ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden früher dran war. Macht's unter euch aus, dann du zuerst. Okay, ich habe es richtig verstanden, mal kurz nicken. Gerwald soll das machen mit der Klagekorrespondenz für die Organklage, Wasser und nicht die Normenkontrollklage. Gerwald und du. Okay. Dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe ja auch eine Mail rumgeschrieben, ich hatte auch eine Mail an den Vorstand geschrieben, ich habe mit Felix mehrfach getroffen und auch lange Recherchen gemacht. So wie du das ausgedrückt hast, gerade Alexander, dem muss ich widersprechen, und ich bitte dann auch die zukünftigen Beauftragten, da zumindest eine intensive Diskussion in der Fraktion anzustrengen. Der Wassertisch ist meiner Meinung nach nicht in unser Organklageverfahren mit eingebunden, das hast du aber gerade gesagt. Die Tatsache ist auch, dass der Wassertisch unsere Korrespondenz mit dem von uns mandatierten Anwalt erhält. Darüber muss man nochmal reden. Und auch ein paar andere Sachen, die Informationen hat Felix. Und ich bitte darum, das auch in der Fraktion nochmal kritisch zu diskutieren. Und ich freue mich dann, wenn du, Fabio, mit dabei bist und Gerwald es nicht alleine macht, weil wir alle wissen, dass Gerwald dem Wassertisch sehr nahe steht. Ich bin da aber eher Opposition dazu. Fabio? Ich weiß jetzt nicht genau, was Alex zum
was Herr Tisch gesagt hat, in der Protokoll steht es nicht exakt drin, aber ich, das ist auch was wir besprochen haben, Alex und ich, und es geht genau in diese Richtung, also zum Beispiel, dass die sozusagen automatisch mit angeschrieben wurden, so als wären die halt Teil der Klagefraktion, war halt auch nicht so gedacht, und das müssen wir halt auch nochmal erklären, wie wir das jetzt in Zukunft handhaben. Also das ist auf jeden Fall auch Teil des Ganzen. Kurz zu Pavel. Wir haben ja mit Christopher und du und ich haben ja zusammen die erste Organklage vorangetrieben, und das hat meiner Ansicht nach auch sehr gut geklappt. Das ist jetzt im Großen und Ganzen durch. Wir haben auf die letzte Erwiderung ja verzichtet, um das jetzt endlich mal auch zu einem Abschluss zu bringen. Es könnte jederzeit auch endlich mal das Verfahren, also der eigentliche Prozess dann beginnen. Jedenfalls hat sehr gut funktioniert, und würde mich total freuen. Ich habe auch direkt zu Alex gesagt, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass du das übernimmst. Du bist ja auch als energiepolitischer Sprecher da eigentlich, oder als für die Infrastruktur. Jedenfalls fände ich gut, wenn wir dich mit dazu schreiben könnten, falls du, du bist entschuldigt, falls du da irgendwie zeitlich das nicht schaffst, also von meiner Seite aus, falls du das, du hast gerade gesagt, du wärst bereit, dich da mit einzubringen halt. Na, sag einfach, wie du es siehst, würde mich jedenfalls freuen, und ja, ansonsten die Berücksichtigung, also die Punkte von, die Martin genannt hat, die sonst noch zu dem Thema im Raum rumfliegen, müssen natürlich noch behandelt werden. Es ist also klar, dass es jetzt kein ganz kleines Thema ist. Der Christopher, bitte. Also erstens bin ich ja der Meinung, dass diese ganzen Klagen verantwortlich bei unserem rechtspolitischen Sprecher liegen sollten, weil der ja am meisten mit dem Thema zu tun hat. Zweitens wollte ich noch den Fraktionsvorstand darauf hinweisen, dass wir eine weitere Klage vor dem Berliner Verfassungsgericht haben, und zwar die Klage gegen dieses Übersichtsaufnahmegesetz. Und das wollte ich euch einfach nochmal irgendwie sagen, weil da wird es dann ja auch irgendwie jemanden geben müssen in dieser Fraktion, der sich darum kümmert. Nein, da haben wir noch nichts eingereicht, aber wir haben beschlossen, dass wir gemeinsam mit Linken und Grünen dagegen klagen. Ja? Und Benelux wollte sich um den Dingsbums kümmern, wahrscheinlich den Anwalt, wahrscheinlich dadurch, dass es eben dort auch keine Beauftragung gibt, ist das im Moment so ein bisschen versandet. Ich wollte es nur noch mal als Wink für den Fraktionsvorstand. Ja, dann wäre Pavel dran. Ja, gut. Nee, ich wollte es jetzt noch mal klarstellen, das war offenbar etwas missverständlich. So, mein Angebot war zum einen, sagen, Entlastung, für Entlastung zu sorgen bei den Verfahren, wo ich oder bei dem Verfahren, wo ich drinstecke, falls da noch was kommen sollte. Und ansonsten nochmal, wie gesagt, die Erkenntnisse, die ich vielleicht gesammelt habe, so wie Martin auch, dir halt mitzugeben. Das ist jetzt nicht viel, aber ich war da auch eben etwas beunruhigt. Das war, was ich mit "es besteht Handlungsbedarf" meinte. Und ansonsten würde ich es aber sehr begrüßen, wenn sozusagen du derjenige bist, Fabio, der den Hut auf hat, und gegebenenfalls sozusagen Gerwald da in unterstützender Funktion da ist. Ich finde es nicht gut, irgendwie so eine Verantwortungsdiffusion herzustellen und zwei, ich nenne es mal, gleichberechtigte Verantwortliche zu benennen, sondern mir wäre es lieber, du hast den Hut auf, und Gerwald kann da sicherlich gerne mit drin sein, aber es sollte meiner Meinung nach klar sein, wenn es da irgendwas gibt, dass du derjenige bist, der sagt, so wird es gemacht. Und ansonsten, neben dem, dass das eine Problem, was Martin angesprochen hat, kann ich bestätigen, und das zweite Problem in dem ganzen Zusammenhang ist, dass im Gegensatz zu den anderen Klagen, die wir führen, die Kosten, die da aufgerufen werden, also das Preis-Leistungs-Verhältnis, ein ganz anderes ist in diesem Verfahren, soweit ich das sehen konnte, dass wir da halt einfach wirklich nochmal genau hingucken müssen, gegebenenfalls Nachverhandlungen zu führen sind und da einfach das sozusagen geordnet werden muss, weil ich sehe da irgendwie noch gewaltige Kostenrisiken, die ein Vielfaches von dem betragen, was wir aus den anderen Verfahren
gewöhnt sind. Das war sozusagen das Hauptanliegen. Aber ansonsten würde ich mich gerne, soweit es geht, da raushalten, wenn du. So, Pavel war der Letzte. Einen Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt konnte ich nicht sehen. Insofern wäre dann jetzt hier mit der Diskussion eigentlich auch Schluss, es sei denn, irgendjemand will noch irgendwas beantragen. Fabio, kannst du nochmal den genauen Antrags... Es gibt keinen Antragstext. Es gibt den mündlichen Antrag von Eisenhüter Spieß. Okay, dann trag... Mach mal in das Mikro rein, dann muss ich das nicht gleich alles nochmal wiederholen. Der Antrag ist folgender: Gerwald Klaus Brunner und Fabio Reinhardt. Also Fabio Reinhardt wird der Beauftragte für das Organklageverfahren, was derzeit also das Wasserorganklageverfahren, was von dem mit dem Herrn Kirchberg ist, und Gerwald Klaus Brunner ist quasi unterstützendes Mitglied. Also unterstützende, also unterstützt Fabio in dieser Arbeit. Okay, das ist schon kurz. Okay, das ist nämlich schon anders. Also den finde ich zustimmungsfähig, so wie Alexander Spieß das vorhin vorgetragen hat, klang das mehr nach Gerwald hat den Hut auf. Ja, du hast seinen Namen als erstes genannt, Gerwald Klaus Brunner und Fabio Reinhardt. Also insofern würde ich bitten, dass wir vielleicht einen konkreten Satz haben, über den wir jetzt abstimmen können. Ja, ich hätte vor allem furchtbar gern, dass irgendwas hier in Textform vorläge, dass wir als Antrag abstimmen können. Jetzt nur den mündlichen Antrag, ohne dass das, dass das gerade mündlich, also tatsächlich wörtlich protokolliert worden wäre, will ich so nicht abstimmen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Satz, den wir abstimmen. Ja, dann schreib ihn jetzt noch da rein. Das ist, also schreib ihn halt in das Pad rein. Oben unter TOP5 Beauftragte für klare Verfahren. Folgende, möchte ich gerne den Antragstext haben. Und dann haben wir was, dass wir abstimmen können. Ist mir vollkommen egal, wo ihr es reinschreibt, solange ich hier den Text bald habe. Schreibt den Text gerade jemand? Hm. Ja, Christopher tippt was anderes. Niemand schreibt schreibt einen Antragstext. Also, sorry, aber ich sehe Alexander nicht tippen. Okay, da passiert gerade ein Antragstext, das finde ich super. Brauchst du irgendwie vielleicht 5 Minuten, um diesen Satz soweit auszuformulieren? Dann würde ich nochmal in eine Pause gehen kurz. Das ist auch eine Option. Information über Haushaltsberatung ist ja auch sehr interessant. Dann ziehen wir den jetzt vor und stimmen im Antrag über einen Antragstext ab. Im Anschluss über einen Antragstext ab. Heiko, Haushaltsberatung ist deins, nehme ich an. Ja, genau. Wir haben uns als Haushälter nochmal hingesetzt und würden gerne ein paar Sachen haben, damit das alles ein bisschen koordinierter diesmal abläuft. Wir würden gerne, dass ihr alle eure Vorbereitungstreffen, in denen ihr über Berichtsaufträge oder in denen ihr über Änderungsanträge zum eigentlichen Haushalt sprecht, im Kalenderarbeitstreffen einträgt und die so kennzeichnet und uns damit zulädt, den Abgeordneten, der in diesem Einzelplan rumhantiert. Weil das würde uns sehr helfen, wenn wir gleich bei diesen Treffen mit dabei sitzen, dann kriegen wir mit, welche Sachen ihr da macht. Da müssen wir uns im Nachhinein nicht die Informationen holen, weil wir im Zweifelsfalle dann zusätzliche Berichtsaufträge im Hauptausschuss nochmal stellen müssen, wenn bei euch die Informationen nicht richtig angekommen sind etc., weil die meistens das ja so machen, dass in den Fachausschüssen sie dann mit allen Informationen nicht über den Berg kommen oder so, oder dann Änderungsanträge im Hauptausschuss nochmal kommen. Das ist ja immer diese Doppelberatung, wir haben ja erste Lesung bei euch, dann zweite Lesung bei euch und dann fangen wir bei uns ja nochmal damit an. Das würde uns sehr helfen, wenn ihr das darüber macht und wenn ihr uns dann quasi diese Termine an Haupt-Ad mitteilt. Ihr habt, warte mal, ich paste das kurz damit runter.
den Link mit der Themenaufteilung, wo ihr sehen könnt, welche Abgeordnete von uns zu welchem. Habt ihr schon drunter? Ich sehe das am Aktualisieren nicht. Informationen über Haushaltsberatungen. Also das, okay, das Pad ist dann immer wieder delayed. 10 Sekunden, ich gucke mal runter, was da schon drunter steht, bevor ich jetzt. Genau, Fachbereiche und besondere Projekte. Also könnt ihr dann, also unter Themenaufteilung im Wiki könnt ihr dann da sehen, welche Abgeordnete für welchen Einzelplan zuständig ist. Das ist dann immer sehr hilfreich, wenn ihr den dann mit zu euren mit einlädt. Also wenn jetzt Justiz gemacht wird, dann würde Simon und Jana mich dazu einladen, dann würde ich mit mir kommen. Ich weiß das, ich habe mit Jana vorhin schon geredet. Genau. Das würde uns dann schon mal helfen, dass wir in Vorbereitung auf die erste Lesung in den Fachausschüssen damit euch mitgehen können. Dann ist es auch so, würden wir euch anregen, dass ihr Input und Ideen, die ihr noch habt, was auf dem Vernetzungstreffen mit dem Landesverband, also in 2 Wochen an dem Wochenende, nicht mehr ganz 2 Wochen, von eurer Seite, also welche großen Themen ihr dort mit dem Landesverband ansprechen wollt, etc., dass ihr das dann an Moni nochmal weitergeben könnt, weil wir nicht einzig und allein einfach nur den Einzelplan runterrattern wollen oder so mit den Leuten, sondern man sich ja ein paar Punkte rausnehmen soll. Das war ja auch in den ganzen Mails, die Moni geschrieben hat. Falls es bei euch noch nicht der Fall ist und ihr es noch nicht gemacht habt, nochmal die Erinnerung, in 2 Wochen ist dieses Treffen und wir sind natürlich dafür verantwortlich, dass die Gruppen da ordentlich funktionieren. Dann wird es so sein, dass wir jeden Montag um 11.30 Uhr in der 439 jetzt bis zum Ende der Haushaltsberatung sitzen werden. Ihr könnt uns dann jederzeit dort besuchen kommen. Das heißt, es ist quasi ein offenes Arbeitstreffen, keine Diskussions- oder Laberveranstaltung, sondern ein Arbeitstreffen. Wenn dann quasi direkte, konkrete Fragen sind oder Input sind oder irgendwelche Sachen, die zu tun sind, dann sind wir da quasi jederzeit bereit, von außen dann die Leute mit dazu zu holen. Eure Berichtsaufträge und eure Änderungsanträge, die ihr macht, würden wir ebenfalls gerne bitten, wenn ihr die uns auch schon immer zuschickt. Also ihr bringt die ja bei euch ein, etc., aber wenn ihr die zusätzlich an Haupt-Ad, wenn ihr damit fertig seid, an uns schickt, würde uns das sehr entgegenkommen, damit wir da den Überblick bei der gesamten, über das gesamte Projekt haben. Genau, das ist dann erstmal das Große, was das Organisatorische angeht. Dann haben wir uns noch überlegt, wir stehen ja wieder vor der Situation, wir haben einen abgeschlossenen Haushalt, also der Senat hat einen Haushalt vorgeschlagen und in den Einzelplänen bestimmte Gelder veranschlagt und innerhalb eures Einzelplans könnt ihr ja nur quasi untereinander rumschieben. Ihr könnt ja da nicht einfach eine Milliarde mit reinpacken. Das wird ja von der Koalition beziehungsweise einfach weggebügelt, weil es immer dann von anderen etc. Also ihr müsstet dann theoretisch, wenn man 1 Milliarde an Schulden aufnehmen will, kann man das nicht im Bildungsausschuss machen, sondern da muss man dann zusätzlich den Einzelplan allgemeine Finanzangelegenheiten mit aufmachen, weil man da dann den Schuldentitel anpacken muss, um den dann quasi in den anderen Bereich zu schieben. Das heißt, alles, was über die Einzelpläne hinausgeht, kann im Prinzip erst in der ersten und zweiten Lesung gemacht werden, wenn es im Hauptausschuss landet und nicht, wenn es in den Fachbereichen ist. Und da müssen wir uns dann auch drüber abstimmen, ob wir es so machen wollen, dass halt jeder frei nach Schnauze in seinem Bereich halt hoch und runter und hin und her und sonst wie macht. Oder ob wir uns da ein Gesamtbudget setzen, dass wir sagen, der Haushalt darf eine bestimmte Größe haben, also über dem Betrag hinaus, der jetzt schon ist, dass wir sagen, einen bestimmten Betrag an Schulden kann sich das Land Berlin noch leisten. Oder dass wir nur Gelder, die wir in anderen Bereichen finden, dafür ausgeben. Darum müssen wir halt noch reden. Und dann können wir das davon abhängig machen. Und dann können wir es als Hauptausschuss gerne koordinieren. Wenn wir dann zum Beispiel bestimmten Einzelplänen bestimmte zusätzliche Budgets geben und dann können wir es gerne koordinieren, wenn dann einzelne Einzelpläne sagen, okay, gut, wir haben es nicht ausgereizt, wir geben jetzt noch 50 Millionen von Kultur weiter an Bildung, weil die 100 Millionen, die wir dann zusätzlich bekommen haben, brauchten wir gar nicht, oder wir haben noch 50 Millionen bei uns gefunden, weil wir, was ich, eine Oper wieder dicht gemacht haben und die können wir gerne bei Bildung reinschmeißen oder so, dann übernehmen wir gerne die Koordination dazwischen. Darüber müssen wir uns aber noch unterhalten. So, das war es eigentlich erstmal. Herr Delius, the stage is yours. Ja, weniger eine Bühne. Also zum Schluss hast du das schon angesprochen, was ich für am problematischen halte, nämlich die Prioritätensetzung, Heiko. Das ist ja was wir das letzte Mal nicht gemacht haben, also gar nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen den nicht
den Haushalt sowieso ablehnen, das ist egal. Ich finde, das muss bei dem Vernetzungstreffen passieren, zumindest der Versuch. Wenn es da nicht klappt, dann müssen wir es halt unter uns machen, aber das ist dann eine Fraktionsversammlungsentscheidung, da müssen wir uns mal darüber unterhalten, ob wir nicht speziell dazu Sondersitzungen machen wollen oder verlängerte Sitzungen, wo wir das auch ordentlich abstimmen. Ansonsten finde ich super, dass es so klare Vorgaben gibt. Ich würde dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Anträge an euch als Hauptausschussmitglieder stellen. Weil Tatsache ist, dass es auch der Koalition völlig egal ist, ob sie gedeckte Anträge in den Fachausschüssen hat oder nicht. Und ich würde die dann entweder an euch stellen oder gleich an die Fraktionssitzung oder erst mit euch absprechen. Wir stellen die dann gemeinsam an die Fraktionssitzung, weil es geht ja dann darum, dass alle anderen Einzelpläne auch immer, das hast du ja gesagt, betroffen sind. So. Herr Lauer. Ja, also erstens bin ich der Meinung, dass dieser Haushalt natürlich wieder von der Art und Weise, welche Ressourcen wir haben, dass irgendwie vollkommen illusorisch ist, dass wir da irgendwas machen, was da irgendwie realistisch ist. Deswegen würde ich sagen, weniger Ambition, Mut zur Lücke und ein paar knackige Forderungen irgendwie raushauen. Ich könnte mir irgendwie gut vorstellen, dass wir dieses Jahr 2 Opern zumachen oder so. Ich habe das jetzt bei mir im Kulturhaushalt mal jetzt so durchgelesen, da wird nirgendwo was eingespart, sondern die geben einfach mehr Geld aus. Du hast jetzt irgendwie gesagt, es gibt da irgendwo so ein Schuldendings, der ist in eurem Haushalt drin. Da muss man dann einen Titel machen, wenn man noch mehr Geld haben will. Ja, nee, ist okay, gut. Also das ist ja ein guter Hinweis mit der Neuverschuldung. Und also das fände ich zumindest gut oder würde ich anregen, wenn wir das tatsächlich mal machen könnten, dass wir irgendwie sammeln, in welchem Haushalt wird denn jetzt viel gespart und in welchem wird irgendwie mehr Geld ausgegeben, weil dass man jetzt im Kulturhaushalt irgendwie einfach mal lockerflockig 20 Millionen Euro mehr ausgibt, so roundabout, hat mich gewundert, weil ich gedacht habe, die machen da irgendwas zu. Deswegen so. Aber dazu dienen ja, glaube ich, dann diese Arbeitstreffen, die dann montags ab 11 Uhr, wie lange dann immer? Eine Stunde, okay. Gut, weil, naja, da ist halt immer Innenausschuss, aber ist egal. Ihr kommuniziert ja auch per Mail. Ach, das gibt's nur einmal, dieses Treffen? Es ist nur ein Es ist ein Angebot, dieses Treffen jeden Montag, was natürlich niemanden davon abhält, dass wir zu sich Individualtermine machen, wo du als Kulturmann hinkommst und sagst, ich habe ja ein paar Problemchen, ich möchte verstehen, warum die 20 Millionen zum Beispiel nicht mehr sind, sondern weniger, wenn man die Inflation mit draufrechnet. Also die haben bei dir sogar gekürzt. Also erstens finde ich das mit dem Angebot, Individualtermine zu machen, sehr schön, Heiko. Und zweitens finde ich, das mit der Inflation, also bitte überfordere mich nicht. So. Und ich habe das erst gerade mit dem Lesen gelernt. Und also gut, habe ich verstanden. Und dann, ja, inflationsbereinigen wir den Haushalt, ist mir doch egal. Genau, also in dem einen großen Einzelplan, wo halt alles, was mit Geld und sowas drin steht, da ist halt dieser einen Titel mit Schuldendings drin, den kann man halt hochsetzen, runtersetzen, da kann man halt eine ganze Menge spielen. Und ich würde da auch mit Martin und mit Christopher übereinstimmen, dass wir einerseits so diese große Sammlung machen und dass wir das vor allen Dingen auf diesem Vernetzungstreffen machen, wo wir dann die Leute haben, die sich dann auch mit uns allen zusammen zu bestimmten Projekten zusammensetzen und dass wir dann daraus dann halt diese knackigen Forderungen, wie du es genannt hast, formulieren, dass wir sagen, wir wollen das, das und das wollen wir machen und dann müssen wir daran halt unsere Änderungsanträge bzw. die Einzelpläne halt angucken, dass wir diese Sachen, die wir da haben wollen, so umsetzen können und dann müssen wir gucken, wie weit wir damit gehen können oder ob wir dann irgendwann Abstriche machen, also ob wir dann, weiß ich, eine Maximalforderung draus machen und dann uns das so einreichen. Oder ob wir uns selbst quasi diese Maximalforderung da ein bisschen runterstutzen, um halt irgendwie an einem realistischen Ding ranzukommen. Oder dass wir sagen, hier wir sind Opposition, die müssen nicht immer realistisch sein. Simon Weiß. Zwei Sachen. Erstens Frage an die Haushälter, weil es mir jetzt aus dieser Wiki-Seite nicht ganz klar geworden ist, wer von euch wäre dann quasi für die IUK-Titel zuständig? Weil da haben wir ja dann auch... Du? Also die
Okay, also das sozusagen, jetzt sind wir noch einen Schritt zurück. Also die Übersicht bezieht sich natürlich erstmal auf die Ausschüsse. Und die Haushaltspläne sind ja nicht exakt entlang der Ausschüsse. Aber da ich selber ja im IT-DAT auch bin, macht es natürlich Sinn, dass ich da einfach zuständig bin. Falls es noch weitere Punkte gibt, wo die Ausschüsse nicht exakt entlang der Haushaltspläne verlaufen, werden wir das einfach nochmal nachliefern. Also da haben wir jetzt sozusagen noch nicht speziell drüber gesprochen. Okay, nee, das wäre ja auch der Punkt gewesen. Ich meine, du bist ja eh dabei als Vorsitzender. Also wir wollen nur mal sicher gehen. Der andere Punkt war die, wenn man an die Neuverschuldung rangeht, dann am Ende insgesamt, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber da muss man dann ja ein bisschen aufpassen, wenn man die erhöhen will, aus haushaltsrechtlichen Gründen, die investiven Ausgaben überschreiten darf. Das heißt, man darf das halt nicht einfach so, weil ich niemanden, die operieren schon ziemlich an der Grenze, nicht? Okay, gut. Aber man darf es auch jedenfalls nicht einfach beliebig für konsumtive Ausgaben verwenden. Ich will nur fragen, ist es in diesem Haushalt, also ich weiß nicht, wie das abgebildet ist, ist es dann einfach so, dass man dann sagt, ja, beantworte einfach die Frage, du weißt, was ich meine. Direkt, also das ist jetzt zu viel, glaube ich, für diese ganze Runde mit dem, wie genau läuft das, blablabla, also mit Investitionstiteln, die ja dann quasi in der normalen, also in der Endabrechnung bei der Verschuldung nicht auftauchen, sondern erst wenn der endgültige Abschluss gemacht wird, tauchen ja dann auch wieder Investivtitel auf und all sowas. Das ist dann mit einem bereinigten Haushalt. Das ist ja alles so Trickserei hin und her und sonst was alles. Und da machen wir das dann einfach mal auf einem Treffen, wo wir uns da genau drüber unterhalten. Das machen wir, das ist ein bisschen zu viel für hier. Martin. Sag eine Zahl, was wir machen. Martin ist dran. Sehr schön. Also macht im Prinzip eine Zweiteilung auch, wie wir dokumentieren es ja auch bei uns im Wiki, macht eine Zweiteilung Sinn. Einmal die Anträge, die wir durch Verschieben im Einzelplan decken wollen. Heiko hört mir gerade nicht zu. Gut. Mit nicht verschiedenen Einzelplänen, sondern Verschieben im Einzelplan. Also einmal die Gruppe, die so für uns, die geben wir halt bekannt, und die andere diskutieren wir erstmal vorher mit euch, beziehungsweise begründen wir dann mit den Prioritäten aus den Vernetzungstreffen und teilen das auch so auf. Okay, gut. Andreas. Ja, sehr schön. Ich würde euch einfach noch gerade beim Lesen nochmal irgendwie darum bitten, die Haushaltspläne mit so Piratenaugen zu lesen und auch zu gucken, aus welchen Konstellationen oder Informationen, die euch da bekannt werden, vielleicht das ein oder andere größere Projekt oder Thema auch entstehen kann. Also das ist gerade im Hinblick auf die Kommunikations- und Vernetzungstreffen nochmal interessant, welche größeren Geschichten man da vielleicht dann entwickeln kann. Mir fällt als ein Beispiel ein irgendwie Verkehrsinfrastruktur, also Reduzierung irgendwie mit Fahrradwegen und so weiter, und wo soll eigentlich Berlin in 20 Jahren verkehrsinfrastrukturmäßig sein, auch in Bezug auf ÖPNV und so weiter und so fort. Also da kann man dann auch so Visionen und Perspektiven, glaube ich, ganz gut unterbringen bei Ideen, die man dann dazu hat. Ja, gut, teilweise hat mir das jetzt Andreas schon weggenommen, war halt auch so der Ansatz, nämlich zu gucken, gerade jetzt das ganze Thema Investitionen und speziell natürlich nach den Dingen zu suchen, wo durch Unterlassung halt später gigantische Folgeschäden kommen, weil wir laufen halt auf diese. Boah, mir ist auch gerade zu warm. Ich habe Wortfindungsstörungen gerade irgendwie. Aber eine Sache noch wollte ich dich fragen, Heiko. Sind in dem, was wir jetzt schriftlich bekommen haben, auf der Einnahmenseite schon die Dinge mit drin, die jetzt durch die Presse gelaufen sind? Weil wir haben ja irgendwie jetzt seit kurzem festgestellt, dass irgendwie ein 700 Millionen Haushaltsüberschuss da ist und dass wir irgendwie jetzt sozusagen gleich hinter Bayern im Moment angeblich rangieren. Und da würde mich immer interessieren, zu sagen, ob der Haushaltsplan jetzt da ist, schon von diese aktuellen Einnahmezahlen berücksichtigt oder fortschreibt, oder ob das, ja,
wie das da aussieht. Das sind auch Fragen, die wir in der ersten Lesung, wenn wir die Finanzeinzeltitel haben, fragen werden, weil es sieht derzeit so aus, dass ich davon ausgehe, dass selbst wenn der Haushalt ausgeglichen, also wenn auf der einen Seite das eine steht und auf der anderen Seite das andere steht, dass die roundabout 100 oder 150 Millionen oder was es auch immer werden, die für den BER gebraucht haben, wieder aus der Tüte gezaubert werden können. Und ich gehe nicht davon aus, dass der derzeitige Haushalt das alles abbildet. Vor allem nicht, da die Steuerprognosen schon wieder in den Haufen geworfen wurden. Also es ist alles schon wieder positiver ausgefallen als gedacht. Also ist es dran drin. Ich weiß noch nicht genau, wie es damit abläuft, dass in den vergangenen Jahren irgendwie bestimmte Mittel falsch verwendet wurden, ob wir da vielleicht schon wieder eine Strafe drauf bekommen, aber wahrscheinlich wird es nicht passieren, weil es die Hälfte aller Bundesländer gemacht hat. Dementsprechend ist das im Prinzip der letzte Stand, der Senat vor der Sommerpause hatte. Also das Ding hat sich ja jetzt nicht mehr verändert, sondern das ist ja quasi das, was der Senat da beschlossen hatte und wo er dann die Dinge gemacht hatte. Und seitdem ist er schon wieder ordentlich Wasser den Berg runtergelaufen und das kann man im Prinzip dann auch schon wieder anpassen dann. Also es würde mich wundern, wenn wir am Ende des Jahres diesen Haushalt, so wie er da abschließen werden. Ich gehe davon aus, dass die SPD und CDU-Koalition in der zweiten Lesung von einigen Einzeltiteln einen Tag bevor es losgeht oder als Tischvorlage 300, 400 Millionen für irgendwelche Sachen rausholt. So im Bereich Bauen und Wohnen kann ich mir das gut vorstellen. Die dann halt durch irgendwas gedeckt sind, die halt quasi der Senator Nussbaum noch hinter der Hand gehalten werden und dafür dann einfach, was ich, einen bestimmten Einnahmetitel höher gemacht hat oder sonst was. Die Zahlen, die wir aber einfach selber nicht haben, sondern erst wenn der Finanzsenator die Zahlen halt bekannt gibt, wissen wir halt, wie das genau an der Stelle ist. Und manche Berichtsaufträge, die halt diese laufende Berichte sind im Sinne von, wie ist die Steuerschätzung, wie ist etc., das ist halt noch nicht die aktuellen, die kommen erst wieder. Also ein Satz, also wir können uns darauf einstellen, dass vermutlich auch wir ein paar hundert Millionen mehr ausgeben können, weil es der Senat vermutlich auch tun wird. Die SPD und CDU braucht das auch. Also wenn die nicht in diesen Verhandlungen jetzt irgendwie da noch was draufpacken kann, dann kriegen die auch keine Ruhe in ihre Koalition rein. Ja, yeah. Politische Diskussion. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass wir den Tagesordnungspunkt an der Stelle beenden können und wir hüpfen nochmal eins zurück zum Tagesordnungspunkt 6. Nee, halt, den hatten wir gerade. 5, ja. Das mit dem Klageverfahren. Wir haben offensichtlich jetzt einen Antragstext, der da lautet: Fabio Reinhardt wird beauftragt, sich mit Unterstützung durch Gerwald Klaus Brunner um die Klage von Professor Kirchberg zu kümmern. Gut. Das ist erstmal ein Antragstext, den stimmen wir jetzt ab. Wer ist dafür? Wer ist der? Welche Klage von Professor Kirchberg? Ich glaube, also ist es der schon auch. Es gibt nur eine, die wir beauftragt haben. Ist eindeutig. Okay. Um die durch uns beauftragte Klage von Professor Kirchberg zu kümmern, ist der in der geänderten Form dieser Antrag. Ich habe da noch schnell was eingeführt. Würden wir den bitte jetzt so abstimmen, wer dafür ist mit Ja, wer dagegen ist mit Nein? Wie bitte? Ja, Alexander, änderst du dann bitte auch das Ticket? Nur um es eindeutig zu machen. Nein, Fabio ist dann der Zuständige, der kümmert sich dann darum, dass das Ticket geändert wird. Wenn wir ihn jetzt wählen, bitte die Bällchen hoch, Ja für Ja, Nein für Nein. Das ist einstimmig angenommen bei einer Enthaltung durch Christopher Lauer. Damit ist dieser Antrag angenommen. Fabio, du bist dann jetzt hier der Beauftragte. Der Kümmerer. So, das haben wir durch. Kommen wir. Was? Es ist noch Termine und Berichte und Sonstiges. Ja, Top 7 Termine. Samstag ist Hafparade. Ich nehme an, das heißt Hanf. Ja, kann auch sein. Auch Samstag von 10 bis 19 Uhr, antirassistischer Badespaß am Marie-Schlei-Haus, das in Reinickendorf, haben wir alle schon mal gelesen. Gehen wir weiter zum Top 8, Berichte und Sonstiges. Es geht ums Fraktionsfrühstück vor dem Plenum. Bitte mal Hand hoch, wer weiterhin Interesse hat, ein Fraktionsfrühstück vor dem Plenum durchzuführen, jedes Mal. Da haben wir einmal den Herrn Morlang, meine Wenigkeit, Reinhard, Herr Kowalewski, Herr Weiß, ja, wir können es auch mit Bällchen machen. So, kommt. Der Herr Baum hebt ein Bällchen. Nein. Ist das ein...
Das soll signalisieren, dass du kein Interesse am Frühstück hast. Ja, wer das weiterhin möchte, hebt das Ja-Bällchen. Das ist jetzt hier durch Zustimmung. Da kannst du noch nicht so destruktiv dazwischen gehen an der Stelle. Also der Herr Morlang möchte, der Herr Kowalewski möchte, Reinhard, Dilius, Weiß, Herberg und Höfinghoff würden gern weiter frühstücken vor dem Plenum. Die anderen offensichtlich nicht. Ja, ist die Frage, ob sich das für die paar Hansels lohnt, weiterhin das Fraktions... Ja, ich habe dich gerade Hansel genannt. Lohnt, das Fraktionsfrühstück weiterhin durchzuführen? Ich würde fast sagen, in der Größenordnung nicht. Da kann sich dann auch jeder mit seiner Mutti-Stulle... Ja. Dann melde ich mich noch, das ist eine Mehrheit. Es geht gerade weniger um eine Abstimmung, sondern mehr um eine Meldung von Einzelpersonen, ob sie weiterhin dieses Frühstück wünschen. Okay, wir haben dann jetzt wieder 8 und mit 8 haben wir es wohl auch vorher gemacht. Dann machen wir es weiterhin so. Ergo bleiben wir bei der Praxis, dass es vor dem Plenum ein Frühstück gibt, das von den Gemeldeten auch entsprechend abgebucht wird. So. Ja, dann bist du. Ja, wir nicht hier. Komm, das ist. Wir haben jetzt hier gesammelt und damit ist, glaube ich, halbwegs klar. So. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, dass wir die nächste Klausurtagung an den Tagen 11., 12., 13., 10. in diesem Jahr, das ist das letzte Herbstferienwochenende, durchführen. Wie genau das aussehen soll, wo wir da hinwollen und so weiter, das ist noch nicht ganz raus. Da hat der Herr Morlang wieder andere Termine. Da wir, ja. Ja. Ich habe an dieser Stelle darüber informiert, dass wir uns darüber und über diese Termine unterhalten haben. Wenn es da Widerspruch gibt, möchte ich, dass wir bis nächste Woche irgendwelche alternativen Vorschläge bekommen haben, entsprechend über Antrag. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wann wir eine Klausurtagung durchführen werden. So. Was auch zum Termin der Klausurtagung? Nein, bitte nicht. Trag einen in das Pad und. Aber nicht jetzt, das ging nur um Termin. Das ist ein anderes Thema, du müsstest dann einen anderen Tagesordnungspunkt, kannst du ja machen, Tagesordnung ist geschlossen, morgen Schluss. So, ich mach einfach jetzt, Fabio. Ja, dann trag den Termin mit ein und dann darfst du ihn auch gerne noch ansagen, so meinetwegen. Du hast dann jetzt nochmal das Wort. Okay, damit hat sich das erledigt. Letzte Erinnerung, Teilnahme am Fraktionentreffen, bitte heute eintragen. Da stehen, glaube ich, jetzt von unserer Fraktion 11 TeilnehmerInnen drin, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das sind aber noch viel weniger. 1, 2, 3, 4. 13 Leute stehen da drin. 13 sogar schon. 1, 2, 3, egal. Okay, ja, dann sind ja schon die meisten dieser Aufforderungen nachgekommen. Das finde ich sehr löblich. Weiß ich nicht, ist aber auch gerade nicht wichtig. Nebeneinkünfte der ersten Jahreshälfte 2013 bitte eintragen, Link liegt an. So, und jetzt Fabio, AGH-Entschließungsantrag hat in dem Tagesordnungspunkt eigentlich herzlich wenig zu tun, zumindest wenn wir da eine Abstimmung drüber fassen wollen. Das ist eine Liquid-Feedback-Initiative. Ach so, stimmt, es geht darum, ob du den übernehmen sollst. Okay, red halt. Geht ganz schnell. Christopher hat es unter Anträge geschrieben, da es kein fertiger Antrag für die Fraktionssitzung ist, habe ich es jetzt unter Sonstiges gepackt. Es geht nur darum, dass wir von dem Initiator der Liquid Feedback-Initiative zum Thema Asylprogramm für die einheimischen Helfer aufgefordert wurden, das mal bitte ins Plenum einzubringen, wo ich sage, das mache ich gerne und werde ich demnächst tun. Kurze Ankündigung also. Und einfach nur, um jetzt vorzubeugen, dass jemand anders vielleicht denkt, cool, ich mache das. So, also wenn jemand das auch machen wollte oder schon gemacht hat, dann bitte einfach kurz mit mir Rücksprache halten. Gut, das dazu. Thema Finanzen trägt Heiko bitte nach. Und damit sind wir durch.
Wie gesagt, im Protokoll, das wir dann nächste Woche abstimmen, hat der Heiko bestimmt die entsprechenden Daten nachgetragen. Der schüttelt einfach den Kopf. Naja, klären wir nochmal. Ja, das war's mit der heutigen Fraktionssitzung. Es war schön, dass ihr alle da wart und jetzt ist diese Sitzung beendet. 17:26 Uhr. Tschüss und viel Spaß.